und herzlich willkommen. Schön, dass ihr reinschaut. Wir haben gerade schon lange geübt, wie wir jetzt zu dritt hier das Video anfangen. Und sind auch einen Schritt weiter. Richtig, aber wir kriegen das hin. Auf jeden Fall. Ja, also ihr kennt sie ja, also Karl hat man ja zumindest schon mal auch gesehen auf meinem Kanal mit einigen D&D-Videos. Flo hat man schon oft gehört, wenn man bei den Livestreams zuguckt. Und wir haben halt schon also sehr viel Zeit mit Tainted Grail verbracht. Ich habe auch gesagt, wir machen da mal ein Zwischenvideo zu. Also ja, es ist kein Endfazit, weil es hat, glaube ich, keiner von uns zu Ende gespielt. Du bist bisher am weitesten gekommen. Fast habe ich zu Ende gespielt, ja. Und ich habe die 7, glaube ich, ne? Absolut. Genau. Also ich glaube, ich kann ein Endfazit für mich ziehen, auch wenn ich es nicht durchgespielt habe. Wir haben uns das Ende tatsächlich auch schon durchgelesen. Und das wird jetzt hier auch kein Erklär-Let's-Play-Video. Wir haben auch gesagt, so das Spiel hat schon was. Das muss auf jeden Fall irgendwie diskutiert werden. Und wer meinen Kanal verfolgt, weiß ja, wie so mein Zwischenstand bei dem Spiel war. Es war so, ja, ihr werdet viele Rezensionen sehen, die sagen, das Spiel ist total großartig, hört nicht auf Ben. Und ihr werdet auch unter diesem Video viele Kommentare sehen, die sagen, nee, wir fanden das total toll. Und das kann auch absolut sein. Das ist sicherlich ein großartiges Spiel. Und ich habe selten ein Spiel erlebt, das so dicht am wirklichen Meisterwerk dran ist. Ja. Und also es ist, hat wirklich jeder, der Spaß dran hat. Ich freue mich richtig für euch. Wir ja, sind halt nicht weiter als Kapitel 7 gekommen, aber vielleicht erst noch so kurz für alle, die Tainted Grail jetzt noch gar nicht kennen. Was ist denn Tainted Grail überhaupt? Also bei Tainted Grail muss man auch erstmal sagen, um nochmal darauf zurückzukommen, wir haben ja, auch wenn wir jetzt vielleicht kein glühendes Verehr-Video machen und sagen, das ist der... Ihr nicht. Ja, genau. Okay, ich möchte nicht für jeden sprechen. Also, wir haben es gar nicht gesagt, wie weiter wirklich gekommen ist. Ja, genau. Es geht jetzt nicht darum, dass wir hier das anpreisen wollen als das zweite Kommen von Christus. Aber wir haben ja trotzdem unheimlich viel Stunden, vor allen Dingen über uns alle drei verteilt, reingesteckt. Absolut, und in welches Spiel, mit dem man am Ende lauwarm ist, steckt man ungefähr 20 Stunden in meinem Fall? Also ich habe ungefähr 60 bis 70 Stunden reingesteckt. Und ungefähr 1000? Nein. Das war gefühlt viele. Ja, gefühlt auf jeden Fall zwei Lebensalter. Ne? Aber das heißt ja schon irgendwas. Das heißt, wir sehen auch irgendwas Besonderes in dem Spiel, ansonsten würden wir auch nicht so ein Format wählen. Es ist ja auch was Besonderes. Es gibt kein Spiel, das ich kenne, brettspielmäßig, das das macht, was dieses Spiel macht. Genau, aber... Du schon? Also, als ich die erste Partie gespielt habe, haben wir bis tief in die Nacht gespielt. Mhm. Ne? Und eigentlich haben wir dann ja gesagt, okay, also das war's jetzt. Ne? Wir haben den ersten Eindruck bekommen. Und dann war so, nächster Abend war wieder Spielerabendmöglichkeit, ne? Und du hattest gesagt, okay, vielleicht spielen wir wieder. Ich habe gesagt, wenn, dann sofort gleich am nächsten Tag. Genau, mit dem Wusstsein eigentlich, nein, das machen wir nicht nochmal, aber es war, also schlaflose Nacht wäre jetzt übertrieben, ne? Das hatte ich aber es hat mich nicht losgelassen und ne, wir haben am nächsten Tag gleich wieder weitergezockt, ne? Und wir waren ja auch nach dem ersten Abend so eigentlich schon so, ist doch ganz cool. Ne? Also ich war auch wieder, der Anfang ist immer, die ersten 10 Stunden oder so, die man spielt, sind immer, ich habe das ja 4-5 Mal angefangen tatsächlich, das ist immer so, dass ich nach dem ersten Abend gesagt habe, so, ich will schon weiterspielen. Wir werden auch darauf kommen, warum das so ist, was nämlich der Unterschied zwischen dem ersten Kapitel ist und den danach folgenden Kapiteln. Aber du hattest ja gerade damit angefangen, was das Spiel überhaupt ist, wovon wir uns schon wieder vor 5 Minuten entfernt haben. Für die das andere Video von dir nicht gesehen haben, in dem du das Spiel selbst erklärst, das ist ja auch noch gar nicht gibt. Gemacht habe. Zu diesem Zeitpunkt. Wir haben diverse Live-Let's Plays dazu, guckt da rein, ein Gefühl für das Spiel zu bekommen, lernt damit nicht die Regeln, haben sich aber mal ein, zwei kleine Ungenauigkeiten eingeschrieben. Also es ist eine Form von einem Rollenspiel mit Charakteraufleveln und allem drum und dran, im Kern aber eigentlich zumindest aus meiner Perspektive ein Choose Your Own Adventure Style Buch, Geschichte, die man erlebt. Genau, mit ganz einem Survival-Spiel verknüpft. Genau, mit einem mechanischen Teil verknüpft, der eben so Rollenspiel, Survival-Elemente drin sogar hat. Allein daran erkennt man, dass es was Besonderes sein muss. Die Frage ist jetzt natürlich nach der Gewichtung zwischen diesen verschiedenen Punkten und ich glaube, da werden wir nachher auch drauf kommen, dass eigentlich letzten Endes das für uns der Knackpunkt ist. Aber ich will jetzt nicht zu viel vorgreifen. Genau. Ganz einfach, wenn du sagst erstmal, was ist das Spiel, dann ist das schon eins der Hauptthemen. Ne? Was will das Spiel überhaupt sein? Mhm. Also das ist ja die Frage ein bisschen. Und will das Spiel halt einfach ganz, ganz viel sein und schafft es vielleicht so gut wie kein anderes? Ja, aber ist die Frage, ist es gut genug? Richtig. Und dafür hattest du, glaube ich, auch vorgeschlagen, dass wir erstmal am Anfang tatsächlich darauf eingehen, was wir in dem Spiel richtig gut, vielleicht sogar außergewöhnlich gut finden. Kannst du auch den Anfang gerne machen. Damit auf jeden Fall, darf ich einmal haben. Nein, das Buch. Ja. Auf jeden Fall, es ist ja Story getrieben und hier haben wir halt ein riesen fettes Buch, wo halt einfach eine Story erzählt wird, die wir jetzt nicht groß spoilern werden, da braucht ihr keine Angst haben, da müsst ihr dann irgendwie in die Live-Let's-Play-Display-Video reingucken.
Da hat sich schon wirklich ein richtiger Autor hingesetzt. Ich glaube, ein polnischer Autor, Fantasy-Autor, der wirklich halt eine komplette Geschichte geschrieben hat, die hier drin ist und auch das Ganze mit einer Welt verknüpft. Wir haben da so Karten drin, die halt so nach und nach die Karte zeigen, oder die Landschaft zeigen. Ähnlich wie bei Seven's Continent, wenn ihr da mal reingeguckt habt. Und das ist wirklich eine Welt, die da erschaffen wird, wo wir halt eintauchen. Wir haben eben auch jeder so einen Charakter am Anfang. Das ist auch so wirklich Rollenspiel, oder die bleiben die ganze Zeit. Also rollenspielmäßig, dass der sich entwickeln kann, dass der Erfahrungspunkte bekommt, Eigenschaften hochleveln kann, die auch noch gegensätzlich sind. Wenn ich irgendwie viel Mitgefühl habe, dann ist es schwerer für mich, aggressiv zu sein. Und wenn ich viel Pragmatik habe, dann bin ich nicht so spirituell. Und also diese Story, das ist wirklich echt gut gemacht. Man taucht da wirklich in die Welt ein. Man kann die auch so teilweise mitgestalten, mitverändern. Und es kann sich auch immer wirklich alles komplett anders, also das heißt nicht alles anders entwickeln, aber ich habe das jetzt schon ein paar Mal angefangen. In der Partie mit dir haben wir von der einen Truppe fast gar nichts gehört oder zumindest keiner davon getroffen, während wir komplett fast alles über die wussten. Also da sind schon immer unterschiedliche Verläufe drin. Also man muss auch sagen, es ist halt nicht einfach nur eine geschriebene Geschichte, sondern es sind tatsächlich mehrere die drin stecken. Also man kann wirklich, es kann sich sehr unterschiedlich anfühlen. Man kann Sachen komplett gar nicht sehen. Ich meine, es gibt auch einige verschiedene Arten, wie es enden kann, die auch sehr drastisch unterschiedlich sind. Richtig. Also das ist wirklich sehr gut und auch nicht nur die Story. Das Spielmaterial, muss ich sagen, designtechnisch. Großartig. Also auch wirklich ein sehr hohes Niveau. Es passt auch alles, was ja oft auch so Spiele, wo du denkst, okay, das sieht richtig gut aus, aber was macht dieses Ding hier drin? Warum ist hier dieses komische, comicartige Ding zwischen den ganzen Realismus? Es gibt eine kleine Schwäche, aber leider noch so, aber es ist halt vielleicht nicht, es ist halt nicht nur Material. Für so einen Kickstarter ist das ja üblich, ne? Tolles Material irgendwie und damit bestichst du. Und von der Geschichte her ist es dann irgendwie, ihr kommt in ein Gasthaus, da fragen Leute, will jemand mit uns die Prinzessin retten? Und es geht los und das war's quasi. Ich guck dir den Batman-Kickstarter an. Da hast du unter den Tonnen von Miniaturen und Material vielleicht irgendwo ein gutes Spiel, vielleicht auch nicht. Und hier hast du halt auch jetzt, das sind alle, also da stehen noch zwei, das sind alles an Miniaturen, was dabei ist. Man wird jetzt auch nicht so, weil es Kickstarter ist, erschlagen mit Zeug, das einen blendet, sondern da ist schon der Hauptfokus. Zur Story nochmal kurz. Die Story ist, wir gehen ja wahrscheinlich noch ein bisschen genauer drauf an, aber die Story ist wirklich eine gute Geschichte. Ja, es ist eine tolle Geschichte mit tollen Ideen. Man könnte daraus eine Serie machen, eine kurze Serie irgendwie tatsächlich. Das als HBO-Film, ne? Genau, kann man sich auch vorstellen. Ja, durchaus. Also ne, das ist wirklich so, dass man sagt, okay, das sind halt nette Handlungen, die sind stimmungsvoll beschrieben. Wir haben zuerst die englische Variante gespielt. Ne? Das war in Ordnung, also wir konnten quasi damit umgehen, aber auf Deutsch ist schon nochmal. Auf Deutsch ist besser, weil man halt die stimmungsvollen Texte lohnen sich. Richtig. Ne? Also auf Englisch holt man sich eher die Informationen dann raus, ja, weil man halt einfach dann diese stimmungsvollen Wörter, entweder kennt man sie gar nicht oder man nimmt sie halt nicht so auf, wie es stimmungsvoll wäre. An der Stelle kapsel ich mich von den beiden mal ab, weil ich persönlich, also das ist auf Deutsch auch, das fand ich auch eine ganz interessante Frage. Machen Sie auf Deutsch, setzen Sie jemanden ran, der auch darauf achtet. Und nachdem ich das gehört habe, es ist super übersetzt. Es ist hervorragend übersetzt worden. Aber ich muss sagen, als jemand, der auch viel Englisch liest, ich fand es auf Englisch genauso gut wie das, was ich auf Deutsch gelesen habe. Das Original wahrscheinlich vom polnischen Autor ist. Das Original ist natürlich, wobei es vermutlich als Produkt auf Englisch direkt entwickelt wurde. Aber es kann durchaus sein, dass es geschrieben wurde. Aber das Englische hat mir persönlich auch sehr gut gefallen, hat auch sehr viel Atmosphäre geatmet. Wer das Problem denkt hier, beherrsche ich problemlos. Ich lese auch irgendwelche anspruchsvollere englische Literatur zur Freizeit. Würde ich sogar einen Tucken mehr zum Englischen raten. Dann würde ich immer zum Englischen raten, allein bei weniger Übersetzungsfehler. Und weil man dichter dran ist an dem, was in der Regel der Originalschöpfer gemacht hat. Mhm. Weil der Autor war vielleicht polnisch, aber ist das ganze Entwicklungsteam aus Polen? Aber in Rams ist auch irgendwo da in die Richtung. Vielleicht ist es auch, aber die werden das wahrscheinlich auf Englisch. Aber es ist halt so, hier hat sich nicht nur irgendjemand dran gesetzt, dem man gesagt hat, hier nimm das und übersetz es, sondern der muss das Spiel verstanden haben. Richtig, was habe ich mich auch gefragt bei der Übersetzung. Bei normalen, also so wie ich das kenne, bei normalen Spielen wird ein Übersetzer rangesetzt, der übersetzt in das Spiel. Ich habe schon zwei, drei getroffen, die meinen so, oh, guck mal, das habe ich übersetzt, hast du das gespielt? Nee. Mhm. Und das geht bei vielen Spielen, dass man es einfach übersetzen kann. Hier nicht, weil hier sind auch, hier gibt es teilweise, wir haben dann, wenn wir in irgendeiner Stadt unseren Tag beenden, dann haben wir da einen Traum oder auch einen Albtraum teilweise, der wird einem dann vorgelesen. Der hat jetzt nicht zwingend einen spielmechanischen Effekt, manchmal schon, oftmals nein, aber das ist auch schon Foreshadowing für irgendwas, was später kommt. Im gleichen Kapitel, das Spiel ist in mehrere Kapitel unterteilt oder irgendwas 10 Kapitel später vielleicht sogar. Und da muss dann derjenige, der es übersetzt, schon wissen, was er da tut und was da kommt, sonst kann man das nicht übersetzen. Ich habe das tatsächlich auf Deutsch. Genauso sind. Die aber genauso an der anderen Szene ja auch sein müssen, damit man halt sagt, ach Mensch, genau, ich habe ja schon mal den weißen Baum gesehen
und oh Gott, da ist was Schlimmes passiert in meinem Traum, ne? Also kann hier wieder was Schlimmes passieren. Und wenn halt nicht der mit weißem, gut, bei weißem Baum wird es mit weißem Baum übersetzt worden sein, aber. Genau, und ich habe es auf Deutsch auch gar nicht so weit gespielt wie du. Ich bin auf Englisch weitergekommen, aber ist dir wahrscheinlich auch nichts Negatives aufgefallen. Nee, werden sich natürlich auch wahrscheinlich irgendwelche, ich meine, bei dem Werk werden sich irgendwelche Typos und Fehler eingeschlichen haben. Also selbst im Englischen gibt es ja auch eine Errata, weil Sachen falsch geschrieben sind oder auf die falsche Stelle verweisen. Und man muss auch wirklich sagen, das Schwierige ist ja, solche Texte sollen ja Atmosphäre atmen und das passiert viel durch ein Gefühl, das ein Wort vermittelt oder so eine leichte Konnotation, die es hat. Es gibt ja oft Synonyme, die man verwenden kann. Und das war ja mein klassisches Beispiel. Und das können wir, glaube ich, das ist kein Spoiler, wenn man sagt, dass es eben diese Insel, auf der das spielt, dass es dort halt vor den Menschen, die man jetzt selber ist, das steht ja schon im Intro und so drin, da gab es halt irgendwie jemand, der da vorher gelebt hat. Mhm. Und die werden halt als die Four-Dwellers bezeichnet im englischen Original. Also eben diejenigen, die dort zuvor gelebt haben, mit so einem leichten Anklang, eben nicht einfach nur, nicht Ureinwohner irgendwie, nichts von Natives die Rede oder was auch immer, was heutzutage, glaube ich, auch gar nicht mehr politisch korrekt ist. Und da war zum Beispiel meine Frage, wie übersetzen sie das im Deutschen, weil die Vorbewohner klingt nicht so. Mhm. Und das haben sie aber auch sehr gut gelöst mit, was war's? Einstigen. Die Einstigen. Und das, finde ich, funktioniert immer noch ganz gut. Ne? Ja, also die Qualität Übersetzung, was ich gesehen habe, ist wirklich großartig. Genau. Also das ist das eine. Die Geschichte an sich ist eben auch, es ist immer noch irgendwo eine Form von klassischer Fantasy, aber es ist nicht ganz Mainstream. Es ist, was momentan ja ziemlich in ist, tatsächlich dieses etwas dreckigere, düstere, so ein gewisser... Das ist ja schon ein Niedergang von Avalon. Hier brennt alles auf dem Cover. Das ist halt schon düster und nicht so, Larifari, ja, Magier, absolut. Gnome und... Genau, und... Low-Fantasy ist ein falscher Ausdruck, aber... Ja, manchmal hat man das Gefühl, manchmal ist es schon ins High-Fantasy gehend dann auch. Also in manchen Bereichen dann schon, naja gut, kommt doch an, wie sehr also man da... Die Welt an sich und so ist jetzt nicht so, dass in jeder Stadt ein Magier-Turm steht mit einem Kundenträger. Die Grundstimmung ist ja auch schon sehr negativ. Ich meine, das ist auch kein Spoiler, das Spiel geht los und die Heldengruppe ist losgezogen, um irgendwie die Welt zu retten. Ja, wir waren nicht dabei, weil wir sind so der Abschaum der Siedlung. Der Wahnsinn. Und ich dachte, das war was soll das quasi letztendlich, ne? Kriege ich einen Brief und ich denke am Anfang, weil ich nur so überflogen habe, so, das ist der Brief an mich und ich bin hier der Held. Nein, nein, von wegen. Ne? Das sind halt einfach die Briefe von unseren Vorgängern. Ne? Richtig. Das sind die Helden gewesen. Unsere Patrone quasi. Und die sind gescheitert. Also ein netter Einfall, aber halt ein auch total deprimierender Einfall. Richtig. Und das erlebt man immer wieder beim Spiel. Ne? Also das heißt, die Story ist wirklich halt, ja, nicht so Mainstream, es ist viel düsterer und es kriegt nachher halt so ein nebulösen Touch dann auch nochmal. Und also, dieses Story-Element, ich habe ja eines schon tatsächlich gespielt, auch viele Abenteuerspiele, mir würde nichts einfallen, wo ich so viel Story drin. Das ist natürlich auch, das ist jetzt, glaube ich, schon rausgekommen, das ist nicht so ein Spiel, wo ihr euch abends mit euren Freunden trefft und sagt, so, wir spielen jetzt mal ein Abend-Tainted Grey, wie man das ja bei Eldritch Horror machen kann. Bei Gloomhaven geht schon eher, aber es ist auch nochmal anders als Gloomhaven. Bei Gloomhaven habe ich halt dieses Szenario, Handkampfmanagement, diese tollen Mechaniken und so ein bisschen Geschichte und man hat dann so einen abgeschlossenen Abend. Das hat man hier, das ist halt wirklich, da muss man sich 50, 60 Stunden locker drauf einlassen, bevor man da wirklich richtig tief drin ist. Also es ist auch so, dass, was du so ein bisschen angedeutet hast, es nimmt halt, was eine gute Geschichte tut, die entwickelt sich auch noch oben weg. Mhm. Die Seltsamkeiten und Andersartigkeiten der Geschichte nehmen auch nach hinten hinzu, mit Absicht. Aber gleichzeitig hatte ich beim Lesen das Gefühl, es wird nicht alles geklärt und so weiter. Es bleibt schon einiges der eigenen Interpretation überlassen. Gibt ja auch noch einen Vorgänger und einen Nachfolger. Es kommen ja auch noch andere Kampagnen, genau. Aber ich muss zumindest sagen, ich hatte das Gefühl, dass Dinge schon teilweise dann zu meiner Befriedigung aufgelöst werden. Dass ich dann einen Aha-Effekt habe, okay, das macht Sinn und so weiter, aber gleichzeitig lässt es einem ein bisschen was übrig. Ja, also ich finde, es lässt sehr viel übrig. Ne? Genau, das ist natürlich die Stärke zum einen, dass man verschiedene Wege gehen kann. Das haben wir am Anfang ja auch gemacht. Du hast ja zig Anfänge schon gehabt. Und dass man wirklich nicht wie bei so einem klassischen Abenteuerspielbuch von früher, wo man gesagt hat, okay, du kannst links rumgehen, du kannst rechts rumgehen, dann hatte man eine andere Begegnung, du bist aber trotzdem jedes Mal an derselben Szene angekommen. Genau. Ne, das gab's ja. Das ist hier wirklich nicht so. Ne? Gehst du den einen Weg, dann wirst du wahrscheinlich auf Ewigkeiten gewisse Sachen einfach nicht erkennen. Man kann ganze Kapitel sogar auslassen. Ne? Ja. Es gibt ja auch... Also naja, Kapitel anders lösen letztendlich. Ne? Ja, das gibt's nicht. Es gibt auch irgendwie... Ich glaube, von Leuten gehört, die haben zu Kapitel 7 gesagt, was ja so als das ewig lange Kapitel, wo du ja auch, glaube ich, Stunden verbracht
gemacht hast. Da haben Leute gesagt, dass die nach einer halben Stunde, Stunde damit fertig waren. Wo ich auch dachte, okay, ich bin nicht so weit gekommen, aber okay, krass, cool. Aber überspringen habe ich nicht gehört, dass man Kapitel kann. Achso, weiß ich ja nicht. Also manchmal sind Kapitel sehr kurz. Wir hatten das ja auch, dass wir in Kapitel 2, glaube ich, Kapitel 3 gestolpert sind. 4a und 4b und so. Ja, ja, genau. Genau. Ja, ja, und du kannst halt entweder das eine oder das andere Kapitel haben. Ja. Überspringen. Genau. Nicht ganz, aber dass du wirklich komplett anderes Kapitel hast. Absolut, zwei Wege. Ne? Und das ist halt dann aber auch ein ganz, ganz harter Nachteil. Ne? Weil du erlebst halt auch ganz viel der Geschichte nicht, wenn du es nur einmal durchspielst. Richtig. Und natürlich kann man es nochmal spielen. Ja. Die Frage ist halt, wenn man wirklich 40, 50 Stunden reingesteckt hat, spielen wir es dann nochmal? Ich meine, jeder, der dieses Spiel gebackt hat, jeder, der es All-In gebackt hat, also ich würde sagen, 95% von euch, die das All-In gebackt haben, die haben nicht nur das All-In gebackt, die haben auch noch ganz viele andere Spiele gebackt, die auch wahrscheinlich eine riesengroße Kampagne haben. Das war gerade in den letzten beiden Jahren so ein Trend, dass super viele Miniaturen, Abenteuerspiele rausgekommen sind. Und das ist wie mit Gloomhaven. Gloomhaven werden sicher ein paar Leute zweimal durchgespielt haben. Die meisten werden es einmal durchgespielt haben, freuen sich nur auf die Erweiterung, freuen sich jetzt auf Frosthaven. Aber das ganze Ding nochmal durchzuspielen, ist schon echt also eine Minderheit. Die Geschichte gibt es her. Ja, die Geschichte, glaube ich, gibt es schon her. Also natürlich die große Teile der Geschichte, die sind ja nicht alle doppelt besetzt. Ne? Aber ganz viele kleinere Teile, die man halt irgendwie nicht erlebt. Ne? Wenn man die natürlich entdecken kann, wenn man die beim zweiten Mal auch nicht entdeckt, dann... Das ist halt Pech, ne? Dazu kommt, dass die einzelnen Charaktere Storyteile haben, die nur für den Charakter da sind. Richtig. Die auch Dinge teilweise anders lösen, ich glaube auch deutlich anders. Das sieht man dann ja auch nicht, außer man hat direkt mit vier Personen gespielt, beziehungsweise eben mit vier Charakteren. Das kann ja auch einer mehrere spielen. Wo wir auch gleich noch drauf eingehen werden. Jetzt ist natürlich die Frage, wir haben jetzt sehr viel über die positive Geschichte. Mhm. Genau, und es ist ja auch schon rausgekommen, die Geschichte steht natürlich im Vordergrund. Das ist so der eine Aspekt des Spiels. Der andere ist halt dieses Survival-Ding. Ne? Das ist jetzt nichts, was wir einfach so durchspielen, wo wir uns immer im Buch irgendwelche Sachen hier angucken und das durchlesen und sagen, ich gehe zu 13, ich gehe zu 7,95, ich gehe nach zu 18, sondern es ist eben auch noch ein Spiel dahinter, wo wir halt wirklich ja Charaktere haben, die eben hier unten auch Ressourcen haben, ne? Irgendwie Nahrung, Reichtum, Ansehen, Erfahrung und Magie. Und natürlich, wie bei so einem guten Eurogame, ist es immer ein Mangelspiel. Wir haben davon nicht immer viel. Und wir müssen es halt auch immer managen, diese Ressourcen zu bekommen. Und das ist so der Überlebensaspekt. Weil es gibt hier diese Meniere, habt ihr bestimmt auch schon mitbekommen, die erleuchten, das ist auch wieder schön mit der Geschichte verwoben, ne? Die scheinen, sind irgendwie aktiv oder so. Und immer, dass so die aktiv sind, da drumherum können wir diese Insel erkunden. Und wenn wir weiter wollen auf diese Insel, dann müssen wir wieder Meniere aktivieren. Und dafür brauchen wir immer Ressourcen. Die ticken immer dann einen runter, und zwar alle, wenn die auf Null getickt sind und wir das Rad rausnehmen, dann kommen die auch weg und dann erlischt dieser Teil der Insel. Und wir haben halt jeden Tag ticken die runter, und wenn wir halt hier so auch Schaden bekommen, dann haben wir auch weniger Energie, können weniger machen an einem Tag. Darauf kommen wir später noch ein Tag. Ein Tag ist manchmal aber sehr kurz. Zuerst wollte ich euch mal fragen, wir sind ja gerade bei dem Teil, den wir gut finden. Bei der Geschichte hat man schon gemerkt, den allergrößten Teil. Klar, mag den Survival-Aspekt also nicht. Ich wollte noch, was findet ihr denn beim mechanischen Teil, bei dem spielmechanischen Teil, was findet ihr gut daran? Also gut ist natürlich wie immer bei solchen Spielen, das ist ja auch der Rollenspielaspekt, aufleveln. Ne? Wir sammeln Erfahrungspunkte, mal mehr, mal weniger, und dann können wir unseren Charakter hochleveln, was ich eigentlich auch ein bisschen problematisch finde, aber doch, wenn man es nur einmal durchspielt, da sind halt viele Sachen drin, die man sich dann für Erfahrung kaufen kann, so neue Fähigkeiten. Genau. Ich weiß halt nicht, welche davon gut sind und welche nicht. Und ja, das finde ich nicht schlimm. Eine Partie brauche, mir sucht dann die ganzen Schächten raus, dann habe ich einen harten Nachteil für die Dörrchen, brauche ich Lust am Spiel. Die sind bestimmt alle gut. Ja. Die Vorteile sind nicht riesig, würde ich sagen, und dementsprechend können sie auch nicht riesig schlecht sein. Ne? Also viele haben mir auch immer geschrieben, dass so das, was man kritisiert an dem Spiel, mit Grinding und so, auch gleich noch, dass das natürlich die Fähigkeiten später ausgeglichen wird. Aber wir sind ja bei dem, was wir gerade gut finden. Man merkt schon, das ist gar nicht so einfach für uns zu halten. Aber genau, also der Auflevel-Aspekt ist interessant. Er ist auch nicht nur Werte pushen, sondern was Ben schon gesagt hat, ab einem gewissen Punkt kriegt man spezielle Eigenschaften, dass man irgendwie zum Beispiel bei einem Effekt, wo man erschöpft gehen würde, geht man nicht mehr erschöpft oder man macht zusätzlichen Schaden, solche Geschichten. Das ist interessant, und es gibt es halt nicht nur für Kampf, sondern es kann sich auch auf Nicht-Kampf-Sachen beziehen, je nach Attribut. Es gibt immer so einen Dualismus zwischen den Attributen, so dass, wenn man irgendwie die Aggression
zum Beispiel schon weit ausgebaut hat, dann kann man halt nicht mehr so viel Mitgefühl zeigen. Ich muss das gerade mal gucken, weil ich das sonst noch auf Englisch habe. Also Empathy und Aggression schließen sich so ein bisschen gegenseitig aus. Also man kann trotzdem beides machen, aber es ist halt deutlich ineffizienter, weil es viel mehr Erfahrungspunkte kostet, die man dafür ausgibt. Man kann aber nicht nur das machen, man kann auch, man hat ja, der Kampf ist ja ein bisschen spezieller. Das ist auch das, wenn du fragst, was findest du gut an dem Spiel? Den Kampf mit einem riesengroßen Aber ist der Kampf aber für solche Spiele echt gut gemacht. Weil ja. In vielen Spielen ist es nur einmal, wir würfen oder wir vergleichen unsere unsere Fähigkeiten, die wir haben. Oder wir spielen irgendwie zwei Karten aus und war's das. Da hat sich jemand wirklich Gedanken zugemacht. Richtig, das ist ein richtig gutes Kampfsystem. Das ist ein kleines Mini-Puzzle, das man da lösen muss. Das ist also, als ich es erstmal erlebt habe und es auch verstanden habe, man braucht ein bisschen, um da wirklich reinzukommen, das richtig zu machen. Aber dann ist das wirklich gut und genial gemacht. Genau, ganz groß Aber. Man braucht erstmal, um reinzukommen. Ne? Das ist das Erste. Am Anfang ist es halt schon unübersichtlich. Darum, wenn ihr spielt, würde ich euch auch raten, macht einen Probekampf, bevor ihr das Spiel losspielt mit irgendjemandem, damit er gleich das Kampfsystem verstanden hat. Genau. Und dann kann es sich halt aber für spätere Partien auch ziehen, der Kampf. Ne? Irgendwann wird das halt mit nur mehreren Spielern. Ja, aber, also, genau. Aber da kommen wir gleich noch zu. Ja? Genau, wir schaffen das hier nicht, positiv zu bleiben. Das ist wirklich, wir sind von Natur aus sehr pessimistische Menschen. Ja, ihr kennt mich ja, ich bin immer der, der sagt, wir sind, Spiel. Wir sind gut. Aber es ist, um darauf zu kommen, aufleveln auf jeden Fall das eine, weil es auch einfach eigentlich ist. Ja, also du kriegst ab und zu ein paar EP, du hast sie direkt vor dir, du siehst es und du hast eine Tabelle, die hast du auch leicht im Kopf und du kannst entscheiden, entweder nehme ich neue Werte oder ich packe ein paar Karten dazu. Das ist nämlich das, was ich meinte, weil du kriegst halt neue Kampfkarten dazu, die dann auch andere Effekte haben und auch Spezialeffekte entwickeln. Ja. Genau, so ein Kampfdeck, also, das man hat, das ne, ist auch so ein bisschen Deckbau, man kriegt neue Karten rein, kann dann wieder Karten rausnehmen, kann das alles ein bisschen auf seine Fähigkeiten noch abstimmen, dass man noch besser kämpfen kann, nach so zwei, drei Kampf-Upgrades auch schon deutlich stärkere Gegner besiegen kann. Und es ist halt, gibt nicht nur Kampf, sondern das gleiche System mit anderen Karten wird da auch für, ich nenne es mal, soziale Encounter verwendet. Diplomatie heißt es hier, eben sowas wie, wenn man eine Stadt betreten will, dass man an der Stadtwache vorbei muss oder dass ein wütender Mob aus irgendeinem Grund durch die Stadt läuft, das kann auch passieren. Wo man die Begegnung nicht verlieren will. Wo man die Begegnung auf gar keinen Fall verlieren will. Ja, ja. Und das System wird auch darüber gelöst und auch hier kann man eben sich weitere Karten besorgen und wie ich sagen muss, ich habe ja jetzt hauptsächlich als Beor zum Beispiel gespielt, ein eher schweigsamer, nicht so sympathischer Typ, der jetzt nicht das so wortgewandt so ist. Alle zu. Das stimmt, aber und die Karten, die man dann speziell dazu nehmen kann, die charakterspezifisch auch sind, fand ich sehr thematisch dazu passend. Ja, auch deine Politikkarten waren auch mehr so, ich mache Politik, indem ich drauf Genau, das war so Might Makes Right hieß eine, wenn ich mich richtig erinnere. Das war halt wenn, mit einer bestimmten Menge Ansehen, da hat man sich halt einfach brutal durchgesetzt. Oder er hat auch die Eigenschaft gehabt, also eine Kampfeigenschaft, je verletzter er ist, desto mehr Schaden macht er mit einer bestimmten Karte. Da ist er, glaube ich, auch der Einzige, der das hat. Finde ich aber auch sehr gut, dass auch einer der Kämpfenden quasi auch diesen Diplomatieweg gehen kann, aber dann tatsächlich mit dieser Stärke-Mentalität letztendlich. Genau, also man fühlt sich schon, die verkörpern ihre Rollen schon gut. Ja, ja, genau. Und das System ist ein abstraktes, dass man fängt dann auch irgendwann an zu gucken, einfach was passt und guckt nicht mehr so super genau auf die Karten. Genau. Aber grundsätzlich so passen sie schon ganz gut. Genau, also es kann einem ja selbst bei den ausgefallensten, beliebtesten Rollenspielen passieren, die zum Rollenspielen richtig da sind. Auch da bei einem Kampf irgendwann würfelt man halt und sagt, okay, ist plus 5, ich mache 8 Schaden, der hat noch 7 Lebenspunkte, juhu, ist tot. Richtig. Ja, das geht hier natürlich auch. Wo wir bei positiven Sachen sind, ich möchte auch nochmal, wo ich gerade meine Notizen hier durchscrolle, ich habe mich super krass auf dieses Spiel gefreut. Also ich war wirklich so, boah, geil, Tainted Grey, richtig großartig, ich hätte auch schon viel Vorschusslorbeeren vorher bekommen. Also ich war wirklich positiv und habe es dementsprechend auch immer wieder versucht. Und wenn es nicht so viel Zeit kosten würde, ich würde es ja irgendwie, ach nee. Da bin ich ja zum Glück so, dass ich dann mit Spielen auch mal abgeschlossen habe. Ja, normal auch. Also, aber das Spiel kriegt jetzt immer wieder hin, dass es einen doch wieder, eigentlich, richtig, wenn man es zur Seite gelegt hat, dann doch nochmal motiviert, wieder weiterzumachen. Ja, aber dann kommt immer an den gleichen Punkt, denkst du, oh, okay, weg damit. Ja, oder vielleicht nicht. Vielleicht nicht. Ne? Möchtest du es nochmal ausleihen? Da geht's. Vielleicht gleich hier nochmal. Oh, ich habe mich davon entwöhnt, ich bin trocken. Mhm. Wir müssen mal zum Material kommen. Genau. Ja, Material ist einfach, das Material unterstützt total die Storytiefe, die Storyvielfalt, die Möglichkeiten quasi im Spiel. Auch das ist beim Material, ja. Es gibt halt diese Briefe, es gibt dann Karten, auch die Karten, das Material, also das Papier ist irgendwie auch ganz nett und die sind schön gezeichnet. Oder auch noch weiter gedacht, ne? Die Karte ist halt 100 Jahre alt, sprich, die Karte, genau, wird gesagt, hier, die ist auch 100 Jahre alt.
Das sieht so aus, aber nicht mehr jedes Detail. Finde ich auch schon schick. Die Zeichnungen auf den Karten sind nett, die man hat. Ne? Also seien es jetzt die Kampfkarten oder seien es die Regionalkarten. Genau. Also nicht nur nett, sie sind ja, finde ich, sind richtig gut. Ja, die sind richtig gut gemacht. Also es ist ein durchgehend hohes Niveau und es ist auch stimmig zusammenpassend. Das war das, was ich vorhin meinte mit dem, es ist nicht plötzlich ein Cartoon-Look irgendwo mal dazwischen. Ne? Es ist nicht alles perfekt praktisch, aber darauf kommen wir später. Man kommt in die Stimmung rein, allein durchs Material. Man guckt sich dieses Viech hier an und denkt sich, ach herrje, was ist das? Ja, also. Und guckt auch und entdeckt da mal wieder neue Sachen dran, dass da am Rücken noch so ein Ritter auf einmal versteckt ist. Genau, hier ist ein Ritter drauf und ich meine, es sieht ja aus wie der Tod mit dem Schwert in der Hand und dann hat der irgendwie vier Arme und ich denke mir so, meine Güte irgendwie, ne, das muss ich wahrscheinlich bekämpfen, war so mein erster Gedanke. Richtig. Das wird wahrscheinlich irgendwie der Hauptgegner hier sein, ne? Also das ist ganz nett. Dann, dass die Figuren halt letztendlich auch nicht einfach nur normales graues Plastik sind, sondern die sind halt irgendwie hier schon vorbehandelt. Weil das der Sundrop, wenn ihr das nicht als Sundrop kauft, dann wird es normales graues Plastik. Okay, schade. Nicht immer so, aber. Aber ne, hierbei war es schnell halt selber gut zu machen sowas. Es gibt auch noch ein paar mehr Miniaturen, wenn man das will. Wenn man das Kickstarter-Ding gemerkt hat, ich weiß nicht, ob es die auch später bei Pegasus geben wird, aber die braucht man. Also die könnt ihr euch holen, wenn ihr alles haben wollt, aber. Ach, für die Stimmung sind sie schon gut. Ja, das dahin, ne? Aber anzustellen. Ne? Das kann halt sein, dass man die Figuren nimmt, man stellt sie hin, man führt den Kampf und nimmt sie weg. Richtig. Ne? Also man bewegt die Figuren ja nicht wie bei anderen Dungeon Crawler, ne, dass die Figuren irgendwie strategisch man setzt damit auch keinen Pappaufsteller durch eine Miniatur, sondern absolut nicht, ne? Genau. Ganz selten, dass man eine Miniatur auf dem Spielbrett bleibt und das will man eigentlich auch nicht, dass sie dort bleibt, weil sie dann nur nervt. Richtig. Ne? Okay. Aber nochmal ganz kurz, letzter Punkt noch, die Bretter, auch das hier ist gut gemacht, ne? Wir haben die Vertiefungen hier, wie man es kennt, von was weiß ich, Size zum Beispiel, dass die Sachen nicht einfach rausfallen, ne? Und das ist auch wichtig. Drauf. Ne? Und auch die sind schön gemacht. Hinten auf der Rückseite, ne, gibt es auch noch eine Zeichnung und sowas. Das mag ich einfach. Das gibt dem Spiel echt eine Wertigkeit, da hat sich jemand Gedanken gemacht. Viel Liebe steckt in diesem Spiel, das merkt man. Ja, und zwar aber wirklich bis zum Umfallen leider. Ja, und jetzt läute ich mal langsam die andere Richtung ein, ja. Denn es gibt ja so Zeitmarker, ne? Das sind diese hier, diese kleinen Dinger. Und das könnte ich euch jetzt in die Kamera halten. Ich könnte es ganz nah ranhalten. Ihr würdet es trotzdem fast nicht erkennen. Wir werden jetzt mal versuchen, das einzublenden. Da sind halt, super, ja. Da sind halt Zahlen drauf. Und diese Zahlenchips befinden sich hier in den Menhiren drin. So, und wenn ich jetzt quasi diesen Menhir hier, wenn der von der Zeit runterläuft, muss ich den an runtersetzen und der steht ja irgendwo hier. Also muss ich mir den nehmen, weil ich sehe nicht in dem Moment jetzt gerade, was für eine Zahl es hat. Dann fällt er mir in einem von vier Fällen schon mal runter, was totales Chaos ist, weil dann weiß ich nicht mehr, was es ist. Hat noch so grob, welche Zahl da drauf stand. Und es ist halt einfach auch, es ist halt einfach auch nicht so ganz sinnvoll, dass man das halt, dass es halt einfach so schlecht lesbar ist. Ne? Richtig. Vor allem manche Zahlen da drauf sind ja auch nicht mal gut lesbar. Also ob das hier eine 2 oder eine 7 ist. Also es ist wohl eine 2, weil sie ist neben der 1 und der 3, wobei ich auch die 1 schlechter kennen kann. Das heißt, man verspielt halt manchmal, das ist hier, das ist genauso in dem Buch. In dem Buch werden manche Seiten nicht angegeben, man springt ja in den Büchern so von Seite zu Seite, sondern da ist dann dieser Marcel, alles ist gut. Da ist dann dieser Chip hier, der hat einen Totenschädel drauf und einen Gral und da ist der Totenschädel abgebildet und zwar mit entsprechenden Richtungen. Also guckt jetzt ganz normal der Kopf oder ist auf dem Kopf oder so etwas. Ne? Und das muss man dann dreimal hintereinander nehmen und dann halt die Zahl, die darunter abgedruckt ist und sieht dadurch dann die Seitenzahl, beziehungsweise den Vers. Und das ist so eine Geschichte, das ist am Anfang denkt man so, okay, nett, coole Idee. Aber wenn ich halt das 20. Mal, und ich muss es das 20. Mal machen wahrscheinlich, ja, oder das 40. Mal, wenn ich mir halt das 20. Mal irgendwie so ein Chip wieder rauskramen muss und muss das Ding wieder so drehen, vielleicht weiß ich auch irgendwann auswendig, okay, ja, aber dann denke ich mir, okay, vielleicht einfach ein bisschen zu viel ist. Richtig, weil man fragt sich auch, warum? Weil das ist dann hier, wir haben halt vorne so den normalen Teil des Buches, wo immer zu jeder Karte, auf der wir stehen, die entsprechenden Events stehen. Und hinten gibt es dann das Book of Secrets, wo man halt, oder das Buch der Geheimnisse in dem Fall, wo man dann halt nochmal irgendwie spezielle Kapitel einfach oder ne, Verse nachliest. Und da, also selbst wenn sie hier direkt die Zahl reingeschrieben hätten, ich weiß nicht, ob man das hier sieht, hier in der Kamera sieht man es, ne? Hier sind diese Totenköpfe, und da hätten sie auch die Zahl reinschreiben können. Ich hätte immer noch jeden suchen müssen. Das wäre auch tatsächlich sicher besser gefunden, weil ich auch schon mal vorhatte, als ich mal eine Partie hatte, die nicht so gut lief, einfach mir die Geschichte durchzulesen. Das ist nicht so einfach. Ja, das ist, glaube ich, ein bisschen aus Gründen, wenn du es widerspielst, weil tatsächlich im Book of Secrets die Sachen teilweise ein bisschen sortiert sind. Ne, also bestimmte Bereiche sind für bestimmte Teile der Story. Mhm. Und wenn du es erst legen musst, hast du halt erst dann, wenn es soweit ist, den Effekt, das führt dahin. Und sonst kannst du halt die Seite schon sehen, wenn du ganz früh da bist. Und dann siehst du irgendwie, das ist eine 199. Das ist wohl etwas, was erst spät im Spiel irgendwie wichtig ist.
Das ist beim ersten Durchspielen auch vollkommen wumpe. Richtig. Das fällt dir erst auf, wenn du das ein paar Mal gemacht aber hast. Ich hatte nach ein paar Team konnte ich dann, du weißt ja, wie die, also wo hier die 1 ist und wo dann die 3 ist und so, irgendwann hast du irgendwann, Zahlen irgendwann im Kopf. Kannst du dir die Zahlen hinlegen, genau. Und dann weißt du, welche Zahl das ist. Genau. Aber das ist, was das Material angeht, ist das wirklich Jammern auf hohem Niveau. Ja. Ne? Also das ist wirklich, dass man nur sagt, okay, da waren sie vielleicht ein Tuck zu verspielt oder wollten noch zu viel. Aber wie gesagt, ansonsten richtig. Aber diese Maniere wirklich auch, die sind halt geil und groß und so, aber wenn man halt das spielt und man sitzt halt an 4 Seiten auf dem Tisch oder auch an 2, und also einer sieht es halt irgendwie immer nicht, der kann nicht drüber gucken, die steht dann mal auf einer Karte, die ungefähr so groß ist wie meine Hand. Man sieht auch nicht mehr, was ist da drunter. Also es ist schon cool zum Hingucken, aber praktisch im Spiel auch ein bisschen. Aber auch da haben sie wieder nachgedacht. Auch das zeigt wieder, dass es halt echt ein wertiges Spiel ist, dass du zum Beispiel die Karte nicht umdrehen. Also eigentlich ist auf der Karte, der Rückseite ist erklärt, was quasi die Anfangsstory ist von diesem Land. Ne? Und das musst du dann nicht umdrehen, sondern du kannst es genauso gut einfach in dem Buch auch nachlesen. Hier Karte, ich hoffe, sie ist einigermaßen scharf. Auf der Rückseite steht halt der Text, den sieht man wahrscheinlich nicht, weil es nicht scharf ist. Aber wenn man dann im Buch halt sich die entsprechende Seite aufschlägt, dann ist da halt auch steht alles, was auf der Rückseite steht, auch drauf. Man muss es nicht umdrehen. Und das ist halt gut gemacht, dass du halt nicht jedes Mal das abbauen musst, weil im schlimmsten Fall stehen auf dieser Karte der Menhir und deine ganze Truppe und vielleicht noch irgendwas anderes. Ja, und man will nicht jedes Mal das alles runterräumen. Richtig. Genau, und man muss auch sagen, damit er gar nichts verdeckt, muss man ihn schon sehr genau platzieren. Ja, das ist ja, und da kann er noch ein Blitzsymbol sein. Also genau, da könnte noch das Blitzsymbol sein. Auf irgendwas steht er dann doch irgendwie immer. Aber das ist nur, also das nervt ein bisschen beim Spiel, ist aber nicht wirklich ein ernsthaftes Problem. Aber jetzt ist dann nochmal die Frage, ne? Das ist also Geschichte geil, Material geil, Kämpfe interessant, Levelmechanik, eine der besseren, die ich in dem Spiel gesehen habe. Ja. Vor allen Dingen, weil es auch ein bisschen längerfristig gefühlt, also für einen längeren Stundenaufwand motiviert hat. Aber warum haben wir denn vorhin angefangen mit diesem, andere werden drunter schreiben, hört nicht auf Ben, und das ist total geil. Also bis jetzt klingt das ja so, als müsste man das nicht drunter schreiben. Das ist die Frage, warum? Warum? Seht ihr das denn dann nicht als euer Spiel des Jahres? Klar, was wollen wir das mal hat spielen? Euch denn da auf gar keinen Fall? Also, ne? Was ist es jetzt? Naja, wir haben ja, wie gesagt, viel Zeit reingesteckt. Das fängt immer geil an. Man denkt immer so, boah, läuft noch. Das, ne, am Anfang der Charakter entwickelt sich gut, man hat irgendwie alle Ressourcen und so. Ich habe da vorhin ja schon mit angefangen. So ein Tag. Ne, so ein Tag ist immer, wir haben hier ne, Energie, die wir quasi ausgeben können. Und wenn wir Aktionen machen, rumlaufen und irgendwie was erkunden und kämpfen und so, geben wir dafür halt Energie aus. Und man kommt halt auch immer mal in Situationen, wo man kämpfen muss. Teilweise auch, weil ich über Karten laufe, da ist ein Blitzsymbol drauf, der sagt dann hier, du musst jetzt ein Event ziehen. Da kann man Glück haben, dass ein schönes Event ist, irgendwie man einen netten Menschen trifft und nichts passiert. Meistens muss man kämpfen. Und dann, wenn man dann sagt, man kämpft, was auch wieder so ein Problem ist, dann kann es halt sein, dass ich 3, 4, 5, 6, 7 Schaden bekomme in dem Kampf. Sollte hinten raus nicht mehr ganz so oft passieren. Führt aber auch automatisch dazu, ich kann halt nur maximal so viel Energie wiederbekommen, wie ich Leben habe, dass ich dann weniger an einem Tag machen kann. Wenn ich brauche am Ende des Tages immer Nahrung, sonst kriege ich irgendwie noch weniger Energie und kann mich irgendwie nicht heilen und so. Also muss man auch oft losgehen, Nahrung besorgen. Wie ja schon gesagt, diese Meniere ticken runter. Die muss ich halt auch, wenn ich über die Karte laufen will, muss ich diese Meniere aktivieren. Wenn die runterticken, muss ich sie aktivieren, damit wir nicht auf einmal in der Wildnis verschwinden. Also muss ich mich da halt drum kümmern, diese Ressourcen zu sammeln, irgendwie Nahrung für mich zu besorgen. Hab vielleicht weniger Aktionen, so ein Tag geht schneller runter, die tickern schneller runter, die Dinger. Und nebenbei habe ich noch irgendwie eine Story und eine Quest, die ich erfüllen muss, für die ich nochmal ganz andere Sachen brauche. Und das ist so der Punkt, wo es bei mir persönlich bisher eigentlich fast immer gescheitert ist, weil man irgendwann so einen Punkt hat, wo man dann wieder über die Karte musste und erstmal Nahrung und man war halb tot und hat sich gerade wieder hochgepäppelt, dann kam der nächste erzwungene Kampf und dann ist man wieder runtergegangen und dann hieß es, okay, ihr müsst jetzt von A nach B über die Karte, dann musste man zu den Minieren laufen. Das mit den Karten müssen wir uns eigentlich zeigen, weil es werden halt immer nur die 8 Karten, die um diese Miniere rum sind, aktiviert. Da kann es manchmal zu komischen Situationen führen, dass ich irgendwie hier unten hin muss. Hier der Minier ist, den ich aktivieren muss, dann muss ich da irgendwie hin, muss ihn aktivieren, muss ich hier unten hin, einen anderen Minier aktivieren, muss irgendwie dreimal rumlaufen. Für nichts. Das ist am Anfang, ist das total interessant. Also wenn man sagt, das ist ein Abenteuer-Entdeckungsspiel. Genau. Ja, 100 Punkte dafür. Es macht richtig Spaß, diese Welt zu entdecken das erste Mal. Ja, also man kommt gar nicht dazu, sich die detaillierte Karte eigentlich anzugucken, weil du hörst die Story. Ja, du denkst dann, okay, ich brauche ein bisschen Nahrung, das Ding, wir haben ein Ziel mit dem Menhir, das wollen wir machen. Das klappt alles wunderbar. Und das spielst du halt so lange, bis du diesen Weg halt einmal gegangen bist hoch. Und dann bringt irgendeine Quest dich dazu, dass du wieder runtergehen musst. Mhm. Und dann denkst du dir, okay, hier war ich schon, ich kenne das alles. Also, ich erlebe gerade nichts Neues. Genau, ich erlebe nichts Neues. Und ich habe jetzt auch quasi schon irgendwie, ich habe höher gelevelt, das heißt, ich kriege bösere Gegner. Ich habe höhere Questen, irgendwie, die sind vielleicht auch schwieriger.
Aber es kommt genau dasselbe halt wieder. Es kommt wieder die Nahrung, die ich brauche. Ja, es kommen wieder Gegner jede Menge. Ich hatte das mal, dass ich mich bewegt habe innerhalb eines Tages und hatte drei Begegnungen hintereinander, weil einfach drei Blitzkarten hintereinander kamen. Das heißt, es sind drei Gegner, die hintereinander kommen konnten. Es kamen drei Gegner. Im Solospiel ist das möglich, weil dann sitzt du da und spielst deine drei Gegner hintereinander weg. Mhm. Ne? Denkst dir natürlich so ein bisschen, ja, ich will eigentlich nur hier von A nach B. Ja. Ne? Also, aber im Spiel mit mehreren Leuten ist das einfach, ich befürchte, langweilig. Richtig, weil eben ja auch diese Kampfmechanik, wo wir vorhin ja schon waren, die ja richtig gut ist erstmal. Ne? So ein Puzzlespiel und richtig so kombinieren, tolle Effekte auslösen. Man sitzt da aber halt auch mit seinen Karten und macht halt so ein Puzzlespiel. Und das kann halt 15 Minuten dauern. Also gerade am Anfang vielleicht auch ein bisschen länger hinten. Ja, je nachdem, wie die Karten so laufen. Und dann sitzt man da halt, hat den einen Kampf, hat den anderen Kampf, hat irgendwie noch einen Kampf oder eine Begegnung, Diplomatie, was auch immer. Mhm. Und die anderen machen währenddessen nichts. Die können jetzt auch, die können am Anfang vielleicht ein bisschen zugucken. Das ist aber nicht so spannend. Das macht man nach drei Kämpfen nicht mehr. Das machst du nicht mehr. Das und gerade wenn man es dann auch so solo spielt, dann nervt dann das, glaube ich, selbst irgendwann. Ich habe das Spiel noch nicht zu viert gespielt, maximal zu dritt. Ich möchte es nie im Leben zu viert spielen. Zwei ist, glaube ich, so das Maximum, wo ich es nochmal wieder auf den Tisch bringen werde. Ich weiß, es haben auch schon Leute geschrieben, wir spielen es in der Viererrunde, ist total toll. Respekt, ich würde am liebsten wirklich mal irgendwie... Ich wäre da gerne bei. Kommentar, genau, Mäuschen sein, irgendwie, ob die alle vier in dem Moment über den Kampf hocken quasi und alle vier wirklich richtig... ne, euphorisch ja. Dabei sind, zwei richtig. Am Handy sind, ja. Ja, also ja, der Kampf nervt halt einfach irgendwann, weil irgendwann denkst du auch schon wieder ein Kampf, schon wieder dieses Mini-Puzzle und die anderen gucken halt zu. Das Spiel empfiehlt, glaube ich, sogar, habe ich irgendwo gelesen, vielleicht auch im Forum, dass die anderen währenddessen schon mal ja weiterspielen können. Das ist auch doof, ne? Dann kämpfst du da und wir erleben hier ein bisschen Story, erzählen uns vielleicht was und du kriegst es gar nicht mit, ist auch doof. Es empfiehlt ja sogar, dass einer den Erzähler macht, der eigentlich nicht wirklich mitspielt, sondern das Buch betreut. Richtig, also so geil das Kampfsystem auch ist, an irgendeinem Punkt dachte ich mir, ey komm, einfach würfeln und vielleicht eine Karte spielen, wäre dann schon besser gewesen. Ja, aber das kommt, weil die Kämpfe, du kannst natürlich auch Kämpfen entgehen, ne? Gerade die ersten Gegner machen das möglich. Und da kommen wir gleich zu der Schwäche des Kampfes. Richtig. Ne? Aber du willst ja, also nachher kannst du den Gegner auch nicht mehr entgehen, weil sie dann auch sehr viel Schaden machen, wenn du reinkommst, ne? Aber du hast auch einen Anreiz, ein bisschen zu kämpfen. Es sind einfach zu viele Kämpfe dann irgendwann. Und du willst ja auch Erfahrung haben und so. Und die Ressourcen, die du kriegst, sind ja auch verlockend. Ich kann das für mich ganz einfach zusammenfassen. Für mich ist die Rate zwischen dem Story-Erleben und dem Vorantreiben der Story, der inhaltlich interessanten Sache und der Zeit, die ich mit, ich sag mal, Instandhaltung verbringe. Mhm. Also Dinge, die mich nicht voranbringen, sondern wo ich auf der Stelle trete, aber im Spiel mechanisch etwas machen muss, die ist bei mir, die finde ich total verschoben. Die ist halt nicht richtig. Das Grinding, wenn man es ja so schön das ist, ja. Das ist das Problem. Und ich hatte überlegt, ob ich mir den Satz für richtig Ende aufhebe. Aber ich bring's jetzt, ich vergleiche Tainted Grail immer damit, das ist ein guter Fantasy-Film, den ich gerne gucken möchte. Wenn er läuft, da bleibe ich drauf. Ich möchte ihn eigentlich gucken. Aber ich habe halt 5 Minuten vom Film und dann habe ich einen 20-Minuten Werbeblock. Und dann kommt wieder 5 Minuten vom Film und es kommt wieder ein 20-Minuten Werbeblock und im Gegensatz zu einer guten alten VHS-Kassette kann ich leider nicht mal drüber spulen. Beziehungsweise man kann natürlich bei einem Brettspiel spulen, in Anführungszeichen, weil man Dinge hausregeln kann. Und man es kann sagen, kommt halt auch keine Super Bowl-Werbung, es kommt RTL Sonntagnachmittag-Werbung. Ja, aber nur wenn du quasi auf diesen Story-Modus auch so aus bist. Ne? Also wir müssen ja noch ein bisschen darauf sprechen, dann für wen ist das Spiel wie geeignet. Ne? Und richtig. Ich kann mir durchaus vorstellen, dass das geeignet ist für Leute, die sagen, okay, ich möchte die Story zwar erleben, aber ich habe viel Zeit, ich habe viel Geduld und ich mag es tatsächlich und ich spiele jetzt auch nicht 10 Tage hintereinander jeden Tag 5 Stunden, sodass es wirklich immer wieder eine Doppelung gibt, ja, sondern ich spiele, was weiß ich, jeden zweiten, dritten Tag. Und dann ist es immer wieder doch noch eine Herausforderung für mich vielleicht. Mhm. Also zumindest länger, als es das für uns war. Das ist auch so ein Spiel, glaube ich, wenn du es irgendwo so einen Tisch in der Ecke stehen hast in deinem Spielzimmer, da hast du es aufgebaut stehen. Das ist, glaube ich, für mich die größte Chance, durchzuspielen. Also für mich würde das eben nicht diesen riesigen Unterschied machen, weil ich wirklich gucke so drauf, wie viel Zeit frisst es für das, was ich von ihm bekomme. Das ist so, woran ich viele solche Sachen messe. Und das tut's halt immer noch. Und gleichzeitig, ihr werdet das im Internet vielleicht auch ganz viel finden, da wird dann gesagt, ja, dann mach das doch so, zum Beispiel die Miniere nur einmal aktivieren oder lass die Miniere ganz weg oder halbier die Ressourcen. Also ganz oft steht im Internet so der Tipp zum Beispiel, spielt es so, als ob ihr eine Spielfigur weniger wäre zum Beispiel. Das ist ja auch der Tipp tatsächlich. Der ist sogar daraus der Story-Modus. Den wir auch jetzt noch falsch gespielt haben, wir hätten es uns noch einfacher machen können, es wäre dadurch auch nicht zu besser geworden. Genau, der Punkt, der es dann für mich aufkommt, ist, ich will ja gleichzeitig auch, da ich ja immer noch ein Spiel spiele,
Es muss irgendwie eine Form von Spannung geben. Mhm. Ne? Wie wenn man jetzt bei einem Pen-and-Paper-Rollenspiel klassischerweise, die Leute wollen natürlich ihre Charaktere voranbringen, aber die Gefahr des Sterbens muss da sein, genau, ja. Weil sonst wird es irgendwie beliebig. Mhm. Und hier ist im Prinzip der gleiche Effekt. Ich will die Story erleben, aber gleichzeitig spiele ich ja einen Helden, der sich mit Gefahren auseinandersetzen muss. Und wenn er nicht mehr in Gefahr schwebt, dann wäre es als Roman besser. Ja, ja? Aber ich lese halt relativ wenig. Wenn ich so spielerisch so einen Roman erleben könnte und nicht, also das ist ja auch bei Seven's Continent, da gibt es ja auch in der zweiten Erweiterung diesen Unsterblichkeitsmodus, wo man auch die Geschichte erleben kann, um zu sterben. Wenn ich in dieses Spiel 50 Stunden reinstecke in die Kampagne und ich spielerisch irgendwie diese Kampagne erlebe, das wäre schon okay für mich, wenn ich da nicht zwingend sterben kann. Also nur, weil ich hier wirklich dumme, bewusste Entscheidungen, wo dreimal so ein rotes Warndreieck kam, tu es nicht, tu es nicht, tu es nicht. Aber dann muss ich sagen, dieses Format mit diesem Choose Your Own Adventure und dadurch, dass man eben über eine Karte läuft und Dinge erledigt, Narrative funktionieren ja auf bestimmte Art. Das hat der Autor auch geschrieben. Man muss das Ding verlieren können, sonst wäre für ihn auch die Spannung vollkommen raus. Das mag sicher auch sein. Aber das Spiel zu verlieren ist unglaublich schwierig. Also das Spiel. Wir haben schon geschafft, aber. Ja, wir haben schon geschafft, genau, aber. Ich glaube, das Spiel zu verlieren ist sehr, sehr schwierig. Ich glaube, man verliert das Spiel eher durch Aufgabe. Ja, weil man irgendwann keinen Bock mehr hat. Weil man einfach dann... Wir haben es ja auch nochmal weiterspielen. War ja so. Wir sind gescheitert. Wir sind irgendwie in Kapitel 3, glaube ich, oder so, weil es wirklich super unglücklich läuft, gestorben. Haben wir gelesen, okay, die Ormazas Mercy. Haben wir gesehen, wir können auch nochmal neue Charaktere nehmen. Haben uns neue Charaktere genommen. Haben einfach nochmal weitergespielt. Eigentlich auch top motiviert. Und nach einer halben, dreiviertel Stunde meinte Flo, du sag mal, wir haben jetzt in der letzten halben, dreiviertel Stunde fünfmal über komplett andere Themen geredet als dieses Spiel. Wir sind irgendwie komplett raus. Wollen wir nicht einfach aufhören? Wo ich gesagt habe, aber ja. Genau, da trifft es nämlich ein Problem und dieses Problem hatten wir halt sehr, sehr intensiv haben wir das erlebt und ich hoffe, dass es andere Leute anders erleben. Und zwar hat es mit diesem Statusblock hier zu tun, ja. Also einmal in die Kamera gehalten, ja, den hat man halt quasi, das ist der Block, wo man Kreuze macht letztendlich, wenn man einen gewissen Status erreicht hat im Spiel. Mhm, wenn man es erlebt hat, quasi. Wenn man es erlebt hat, genau. Und zwar ist das total realistisch, ja, und total logisch gemacht. Kleines Beispiel. Du gehst in eine Stadt und gehst quasi zu einer Stadtwache hin und fragst diese Stadtwache, ob du mal auf den Turm hochkommst. Und dann sagt die Stadtwache zu dir, nee, geh weg, ja, was willst du hier, ich kenne dich nicht. Okay, möglich, ja. Oder du warst vorher in der Taverne, hast dich mit den Leuten unterhalten und hast halt herausgefunden, die Stadtwache mag Bier. Also hast du den Status Wissen über Stadtwache 1 dir geholt. Ja. So, jetzt gehst du also... Das Beispiel ist 1:1 so im Spiel. Ich glaube nicht. Jetzt gehst du zur Stadtwache hin letztendlich, ja, und kannst halt dann hast den Status Stadtwache Wissen 1, ne, dann kannst du quasi eine andere Möglichkeit haben. Und das ist gut gemacht letztendlich. Ja, einerseits, wobei, du gehst jetzt zu dieser Stadtwache hin und dann wird ja gefragt, hast du Status Stadtwache 1? Ja. Nein, dann ist hier weiter. Das heißt, du weißt schon mal, da kommt irgendwie was. Du hast auch irgendwie schon mal in der Story erlebt, du warst da vielleicht schon mal und weißt, okay, hier brauche ich irgendwie den und den Status. 2 Stunden später bekommst du diesen Status vielleicht, warst aber schon an 30 anderen Orten. Und also es ist ein Spiel, man muss sich ja eigentlich viele Notizen machen währenddessen. Du musst Buchhalter oder Logistiker sein dafür. Ja. Und das ist auch die große Überschrift meines Fazits nach. Was hast du gesagt, wie viele Sachen sind das? Ich glaube, 70 verschiedene Sachen sind es letztendlich, die man da hat. Mit teilweise auch mehrfachen Einträgen. Ja, genau. Was ein gutes System ist, an und für sich, aber... Du sprichst da noch mehrere Punkte an und das finde ich extrem wichtig. Ich möchte ganz kurz, bevor wir jetzt nämlich weiter in die Richtung gehen, ich wollte nur kurz zurück zu das mit der Spannung und den Schwierigkeiten, weil hier wurde auch die Gnade erwähnt, also wenn man einmal quasi die Charaktere alle sterben, darf man nochmal weiterspielen. Mhm. Und das ist jetzt eine Form von Spoiler. Wem das nicht gefällt, der muss kurz ungefähr 30 Sekunden weghören. Guckt auf die Einblendung, genau. Es ist halt so, man spielt dann ganz normal weiter und man wird das nie wieder hören, dass man das angekreuzt hat. Aber wenn man dann das Ende der Geschichte erreicht, welches Ende auch immer, man kann immer noch alle Enden erreichen, man kann die komplette Geschichte erleben, bis auf die Tatsache, dass irgendwo steht, wenn du diesen Status hast, lies Vers XX und in Vers XX steht mehr oder weniger frei übersetzt, ja, ihr habt das jetzt irgendwie durchgespielt, aber so wie ihr es gemacht habt, ist eigentlich nicht richtig. Nee, richtige Helden machen das schon. Richtige Helden schaffen das schon alleine. Also, damit ihr es richtig durchgespielt habt, bitte nochmal. Genau. Das ist eher ein Gimmick, finde ich. Das ist eher so ein witziger Anmerkung. Aber es ist so rein psychologisch, ist schon so ein... Du hast jetzt 50 Stunden gespielt, aber eigentlich ist es nichts wert. Das ist, ja, das kann man als Gimmick sehen, oder man sagt so, wollte mich
Ich bin mir noch nicht ganz sicher, ob du bestimmte Sachen dann nicht ankreuzt, was du ja theoretisch, es wird ja weitere Kampagnen geben, damit du das über, genau, die sagen ja, da steht explizit drin, das ist ja eigentlich eine Spielanweisung, zerreiß diesen Zettel und mach ihn nochmal neu, nur wenn du es ohne das, diesen Status schaffst, darfst du ihn übernehmen irgendwie, der spielt ja dann eine Rolle für den anderen. Das ist ja nicht an alle Regeln. Richtig, aber es ist schon, klar, dann hältst du dich nicht an die Regeln, aber wir kennen das ja bei Spielen auch. Es fühlt sich dann nicht so gut an. Ja, so ein Hanabi mit ein bisschen Reden lösen ist cool, man will es dann aber doch nochmal ohne. Es gibt solche Geschichten, aber zum Beispiel bei Robinson Crusoe gibt es das. Ja, da haben sie auch gesagt, okay, die, also Basisspiel, wenn du die, du hast wirklich das ganze Spiel nur geschafft, letztendlich, wenn du alle 6 hintereinander geschafft hast, ohne dass du irgendwann mal zwischendurch gestorben bist, was auch unmöglich ist, ja. Oder was weiß ich, Friedemann Friese, der sagt auch irgendwie, hier, du musst dieses Spiel in einem durchspielen. Genau. Ne? Also solche Geschichten letztendlich, ich glaube, das sind so nette Gimmicks, beziehungsweise vielleicht Herausforderungen für irgendwen. Also mich, der so eine Herausforderung braucht. Mich stört das halt immer schon so ein bisschen, weil es einem, es macht einem das schon ein bisschen madig. Es macht es madig. Okay. Es kann das madig machen, also für bestimmte Spieltypen ist das egal, gut. Aber es ist auch andererseits, man hat das ja manchmal auch so, es gibt ja Spiele, da weißt du eigentlich auch schon, wir wissen, wer gewonnen hat. Aber wenn du es jetzt nicht ganz zu Ende spielst, fühlt es sich auch nicht wie ein richtiger Sieg. Das hätten sie direkt in die Anleitung schreiben können. So dabei, so, das könnt ihr nutzen. Dann ist es aber nur so ein halber Sieg und wenn das da gestanden hätte, hätte mir das vollkommen gereicht. Richtig, das müsste direkt am Anfang sein. Spoiler-Ende. Spoiler-Ende, genau. Wobei es noch nicht mal inhaltlich war. Ja. Eigentlich sollte sich das jeder anhören, richtig, damit ihm das nicht passiert, nachdem er das komplett gespielt hat. Ja, damit man dann nicht down ist und die Psyche ein bisschen runtergezogen wird. Also, es ist halt, für mich ist zu viel drin, wo ich das Gefühl habe, meine Zeit zu verschwenden, wo ich auch anfange, mich zu langweilen. Das Buch an sich, die Geschichte ist halt, ich möchte das dann, wenn ich es denn schon nur lese, ne, Stichwort nur die Story angucken, dann lieber als ein richtiges Buch oder sowas, weil aufgrund dessen, was es ist, auch mit den Nebenaufgaben und dem, was die Welt befeuert, ist es dann letzten Endes kein Spannungsbogen, der mich hält, wenn ich es nur am Stück lese. Apropos, ich glaube, da kommst du nochmal, ne? Mit dem zu viel drin, Story. Meinst du auch, dass du auch beim Spielen immer irgendwelche Nebenquellen, also man läuft da drum, hat irgendwelche Orte, da wird von irgendwas geredet, wovon ich vielleicht noch nie was gehört habe. Und ich fange an im Ort, wo ich irgendwie aus Versehen hingelaufen bin, eine neue Quest an, in Anführungszeichen, die wird aber gar nicht weiter verfolgt. Also es tauchen auch viele Sachen immer auf, die, wo ich dann auch irgendwie denke, wow, ich habe hier gerade irgendwie 6, 7, 8 Sachen parallel laufen und okay, das ist, glaube ich, meine Hauptquest. Was brauche ich jetzt für die Nebenquest? Was eigentlich, was spielt gerade gar keine Rolle? Das ist immer ein bisschen, das hat bei uns überhaupt gar nicht funktioniert, muss man ganz hart mal sagen. Ja, also es hat überhaupt nicht funktioniert, weil man immer wieder Geschichten reingeworfen bekommt, die einen nicht interessieren. Genau. Letztendlich, weil man verfolgt ja irgendeine Hauptstory und dann höre ich irgendwas von irgendeinem uralten Schild, was irgendwo in einem Wald gefunden wurde. Und ich denke mir, ja, nett, aber kann ich jetzt gar nichts mit anfangen, denn ich muss Person XY jetzt gerade eben suchen. Und dann komme ich 3 Karten weiter und dann erzählt mir irgendwie die Dorfbevölkerung, dass irgendwer, also ich spoiler nicht, sondern das sind alles irgendwelche anderen Ideen gerade, ja. Also hoffe ich zumindest. Vielleicht kommt es ja noch, falls ja an. Ne, dass die Dorfbevölkerung an quasi irgendwie Stupfen erkrankt ist und man dafür das Dorf retten kann. Und man sagt sich so, ja, auch nicht. Das hat bei uns überhaupt nicht funktioniert, weil wir den nur mitgenommen haben. Ich habe bei meiner Geschichte dann mal Folgendes gemacht. Und zwar, ich glaube, für diese Gruppe von Personen kann es wieder funktionieren. Macht euch Aufzeichnungen. Das Spiel lädt dazu ein mit einem, ich finde, fast lustigen kleinen Notizfeld, was ungefähr irgendwie ein Viertel von dieser Seite hier ausmacht. Nehmt euch ein Buch, ja? Und ihr müsst Bock darauf haben. Aber wenn ihr Bock drauf habt, ist es richtig gut. Welche Aufgaben gibt es? Welche Queste gibt es? Was für Informationen habt ihr? Auf welcher Karte steht das drauf? Wenn man das alles notiert, letztendlich. Ja, dann guckt man immer mal wieder drauf. Letztendlich denkt sich, Mensch, ich habe doch irgendwo noch hier das zerbrochene, was weiß ich, ne? Ich muss mal versuchen, was ich habe. Genau, das zerbrochene Amulett letztendlich, ne? Da habe ich doch irgendwie gefunden, der wollte mir was darüber erzählen. Ne? Und jetzt bin ich halt gefühlt 20 Stunden später, komme ich irgendwo hin, der sagt mir wieder, hier habt ihr das zerbrochene Amulett, ne? Dann kann ich halt nachgucken und dann rauscht das auch alles nicht an mir so vorbei. Ich muss dafür ein bisschen eine Lanze brechen tatsächlich, weil das war voll positiv. Wenn ich das als wenn ich das so richtig als Spiel spiele, diese ganzen kleineren Nebenaufgaben und so weiter, haben ja die Aufgabe auch, im Englischen würde man sagen, flesh out, also einfach die Welt noch ein bisschen weiter auszufeilen, dich ein bisschen eintauchen zu lassen, aber Karl, 70. Ja, weil das ja tatsächlich fast hauptsächlich schon mit größeren Sachen zu tun hat. Wir reden ja selbst teilweise von Sachen, die da gar nicht draufstehen. Ja, das genau. Da steht, das notiert euch das nicht besser. Das stimmt. Aber
ich weiß nicht, wie viele von euch, die zugucken, auch tatsächlich ab und zu mal ein Computerspiel anfassen, gerade ein Rollenspiel. Das ist so ein gewisser Trend, eine der erfolgreichsten Reihen, die Elder Scrolls-Reihe, wem das was sagt, hat ja auch dieses Open-World-Prinzip, in denen ist in der Regel die Hauptaufgabe tatsächlich relativ schwach. Ist fast Open-World, ja. Aber genau, ja, und die haben halt auch ganz viele so kleine Nebenaufgaben und da leben diese Spiele tatsächlich auch davon, weil diese ganzen kleineren Geschichten dann insgesamt eine lebende, atmende Welt erschaffen, genau. Und das, finde ich, gelingt hier diesen Aufgaben tatsächlich auch. Mhm. Die haben ja in aller Regel einen Weltbezug und können dir auch teilweise Informationen geben, durch die du einen Aha-Effekt auch bei der Hauptaufgabe hast. Also sie schaden nicht. Aber sie stehen natürlich, wenn du es durch die Geschichte durch willst, so zup, dann steht es im Weg. Wir wollten das ja beim ersten Mal. Ne, beim ersten Mal wollten wir ja gucken, ne, wie kommen wir voran. Wir wollten Kapitel einfach mal schaffen, letztendlich natürlich die Atmosphäre schon mitnehmen, aber eigentlich wollten wir vorankommen. Genau, ich hatte ja den Anspruch, wirklich, ich wollte eigentlich erst ein Video zu machen, wenn ich es wirklich einmal komplett durchgespielt habe. Egal, ob mit ganz viel Spaß, wo ich sage, komm, ich arbeite mich da jetzt durch, ich will eigentlich das komplett erlebt haben. Und das ist halt das, was ich meine mit, man muss halt sich darauf einlassen und man muss gucken, was für ein Typ man ist. Ne? Wenn man halt sagt, ich habe die Zeit und ich erlebe auch diese ganzen Quests nebenbei und dann gehe ich halt nochmal woanders hin, obwohl ich da eigentlich gar nicht hingehen muss, aber ich habe da wieder irgendwas gehört oder ich könnte dem Dorf helfen oder was auch immer. Ne? Wenn man halt sich darauf einlässt, dann kann das wunderschön sein. Man muss nur wirklich von Anfang an das machen und mit einer zwei Spielerpartie kann das noch funktionieren, aber drei und vier Spieler stelle ich mir das sehr schwierig vor, wenn sich die Charaktere auch noch in unterschiedliche Richtungen bewegen. Richtig. Wir haben das jetzt, Chat-Kommentare haben gesagt, die gehen als Gruppe dann. Okay, geschenkt, funktioniert bestimmt. Aber wenn die Leute noch in unterschiedliche Richtungen gehen. Man levelt schneller hoch und so. Aber manchmal gibt es auch Gründe, warum man sich aufteilen will. Aber der eine ist oben im Norden, der erlebt das, der andere wieder unten im Süden. Das sind natürlich unglaublich viele breite Geschichten, die wir, also, ne, aber... Richtig, und gerade wenn man das hat, dass man da im Norden eine Geschichte erlebt und ich, Flo ist da irgendwo und ist irgendwo an irgendeiner Mauer und ich lese dann eine Geschichte vor, lese vor, sage, okay, zieh mal eine gelbe Begegnung, okay, mach jetzt mal deinen Kampf, okay, cool, ja, okay, jetzt passiert das, würfe mal, okay, welches Ergebnis hast du, mach mal wieder deinen Kampf, das mit den Kämpfen und den Begegnungen zwischendurch und hier noch vorlesen und hier nochmal irgendwie irgendwo hinblättern und so, das kann dann schon mal eine Viertelstunde dauern oder so, und währenddessen sitzt Karl genauso da wie jetzt. Und denkt sich, okay, das ist ganz interessant, aber ich bin hier gerade im Süden, ich habe gerade eine ganz andere Storyline, ich würde gerne wissen, wie die weitergeht. Und das ist dann auch so ein bisschen viel Downtime. Und die Sache ist auch, wenn man jetzt sich vorstellt, wenn man als Gruppe, also pur als Gruppe rumzieht, dann braucht man natürlich auf jeden Fall auch noch länger, weil da muss man besprechen, wo man als nächstes hingeht. Das kann aber das Interessante sein, natürlich. Das kann natürlich interessant sein, aber du bist nicht mehr so, oh, ich möchte jetzt eigentlich gerne wissen, was da ist, oder ich habe jetzt Bock, jagen zu gehen oder so. Genau, das ist auch so, drei sagen, oh, lass das machen, du sagst, okay, ich bin da gegangen, aber jetzt brauche ich euch nicht zu diskutieren, weil dazu. Aber du hast jetzt Open World, ne? Und ich würde sagen, das ist hier schon sehr viel Open World. Ja. Du kannst wirklich dir sehr häufig überlegen, in welche Richtung gehe ich, wie steigere ich meinen Charakter, ne? Und also da, man hat so unglaublich viele Entscheidungsmöglichkeiten, aber meine Frage ist letztendlich, was ist der Reiz eines Open-World-Spiels eigentlich? Aber wie viel besser würde das funktionieren, wenn du die Karte nach und nach zwar aufdecken würdest, wie du es ja auch tust, aber sie einfach permanent aufgedeckt wäre, also die Welt einfach größer wird, aber beständig bleibt. Vom Spieldesign her kommt es jetzt natürlich nicht ganz hin, weil das auch diesen Effekt ein bisschen verringern würde, dieses, oh, jetzt muss ich wieder zurück und das aufdecken und Umwege laufen. Das wäre dann zumindest ein bisschen minimiert und du hättest natürlich auch mehr diese Welt, die sich nach und nach öffnet. Das tut's ja auch nicht, weil du hast maximal, es gibt drei Menhire, drei Menhire und jeden Menhir kann es drumherum sein. Es überschneidet sich erzwungenermaßen. Genau. Das heißt, du hast ja nur maximal wie viele Karten? 16 bis 20. Also 8 drumherum, dann sind es aber 6 drumherum und dann noch einmal. Und spannend ist ja auch, man hat die Karte, es ist ja nicht so, dass das Spiel darin besteht, dass nach 15 Kapiteln habt ihr die ganze Insel entdecken, bis dann, wie es aussieht. Da, weiß ich, bis 7 kommen, hattest du ja schon alles gesehen? Fast alles. Fast alles. Also man hat so nach 7, 8, 9 Kapiteln wahrscheinlich dann die ganze Insel entdeckt und dann läuft man halt auch nur noch zu bekannten Orten hin, wo man weiß, ich habe noch irgendwas zu tun, irgendwelche Aufgaben zu erledigen, aber da kommt in der Hinsicht zumindest nichts Neues mehr, was nicht zwingend schlimm sein muss, aber ich hoffe, du hast es richtig notiert, weil wenn du jetzt so, ich glaube, das war diese Karte und dann dahin gehst und dann, ach nee, da war es nicht, woanders jetzt. Ich habe jetzt dieses Ding und ich musste damit. Das haben wir in unserer Partie, wo ich auch seit letztem Mal hier was im Kopf hatte, wir sind hingelaufen, so ist er nicht. Ich so, verdammt, wo war denn das? Genau, also Notizen sind sehr wichtig. Das ist leider auch nicht lustig dann. Nee. Ne? Genau, weil du hast ja. Da stecken dann zwei Stunden vielleicht drin. Du hast auf dem Weg ja wieder Nahrung verbraucht. Du hast ja wieder Kämpfe gehabt. Dementsprechend musst du dich wieder heilen, du musstest dafür wieder ausruhen, du musstest die Menhire wieder aufladen. Und das sind ja alles Aktionen, wo du. Genau, du spielst daran ja bestimmt eine halbe, dreiviertel Stunde vielleicht, um mal so den Weg zu gehen.
wenn du noch sowas mit einbaust, wie dass du natürlich die Träume auch noch dir vorliest und dass du nicht einfach total nur durchrushst, sondern auch noch vielleicht irgendwie die Ambiente-Texte noch mitnimmst. Und dann hast du auf einmal festgestellt, das ist nicht hier. Und nach einer Dreiviertelstunde, ich kenne wenig Leute, die wirklich sagen, okay, ich bin bereit, ein Brettspiel eine Dreiviertelstunde zu spielen. Und danach habe ich so einfach gar keinen Effekt groß gehabt. Mhm. Außer, dass ich sage, ja gut, ich hatte jetzt ein paar Instrumente, das ist auch das, was ich vorher auch schon genutzt habe. Vorhin anmerken wollte, mit dem, es ist keine Super Bowl-Werbung, wenn bei diesem Grinden und diesem, wir sammeln Ressourcen und so, wenn die Mechaniken da wirklich interessant wären, wenn das so Gloomhaven-mäßig wäre, also ich wirklich so ein interessantes, cooles Spiel da hätte, dann wäre das auch okay. Aber das, was ich da mache, rumlaufen, Energie ausgeben, aus dem Kampf machen, das trägt sich ja nicht auf Dauer. Genau, also ich spiele mal Teufelsadvokat. Und zwar, du sagst, dann läuft man so rum und dann kann es sein, dass man zur falschen Karte geht. Aber das ist ja dann, du bist ja quasi schuld. Warum hast du dir nicht besser Notizen gemacht zum Beispiel? Ja, also genau, warum spielst du das Spiel? Ich meine, du hast ja einen Fehler gemacht und das Spiel bestraft dich also für Fehler offensichtlich. Ist ja auch ein Survival-Spiel, ne? Indem es dich Zeit kostet. Das ist ja ein Mechanismus, der durchaus nicht selten in Spielen ist. Echte Lebenszeitkosten finde ich so die härteste Strafe, die ein Spiel verteilen kann, aber ja. Richtig, also alles, was wir auch gerade sagen, was uns nicht gefallen hat, ist selten so, dass ich jetzt pauschal aus alles, das macht mir halt oftmals keinen Spaß. Und das ist nicht so, dass ich sagen würde, das ist pauschal schlecht, spielt es nicht. Es wird auch viele Leute geben, die sagen so, boah, klang irgendwie schon cool, sie machen es nicht, jetzt probiere ich es erst recht aus. Dieses Spiel ist definitiv für gewisse Gruppenspieler der Wahnsinn. Ich glaube, es wollen auch fast alle Spieler mal ausprobieren. Eins der besten Spiele. Und es ist für andere Spielergruppe absolut nichts. Ja, die brauchen nicht anzufangen damit. Ne? Und ob das für einen ist, oder nicht, wird man leider selber, oder Gott sei Dank, selber rausfinden müssen. Es hat auf jeden Fall eine Seele. Ja. Ja. Aber und das gilt ja nicht für jedes Brettspiel. Was ich alles über, wo wir gerade bei Kickstartern sind, über das Batman-Brettspiel gehört habe, dass ich nicht selber gespielt habe, deswegen eigentlich sollte ich wahrscheinlich den Vergleich nicht ziehen, klang so, als würde man die da vergeblich unter vielen Miniaturen suchen. Habe ich auch gehört. Der Teufelsadvokat hast du gesagt. Und du hast gesagt, letztendlich, da ist man dann selbst schuld dran. Ja, aber es ist ja, also natürlich, man ist selbst schuld dran. Vermeidbar und man hat, genau, Realismus, habe ich auch schon gesagt, ist ja ganz nett, so eine Art im Spiel. Ne? Du stehst ja auch nicht am Strand und weißt so, ach Mensch, wenn ich jetzt den Status hätte, Schatzsucher, dann würde ich hier einen Schatz finden. So, du stehst am Strand und hast den Status nicht, weil du die Karte vorher nicht bekommen hast und gehst dann wieder weg. Ne? Also es ist schon nett mit diesen Statusgeschichten auch. Aber trotzdem von der Spannung her, die dich vorantreiben soll. Mhm. Ne? Ja klar, die ist dann natürlich... Kannst du ja nicht sagen, ja gut, okay, ich habe es mir jetzt halt nicht buchhaltermäßig notiert. Ne? Kein Mensch würde irgendwie sagen, ja... Es macht mir auf der einen Seite total Spaß von der Spannung her und auf der anderen Seite, na gut, vielleicht gibt es das doch aber tatsächlich. Ja, das ist schon möglich. Das ist halt, dass du die Spannung erlebst und auf der anderen Seite wirklich ganz, ganz genau mitführst, ne, wo du was erlebst. Und dafür muss man dann halt schon auch der Typ sein. Und es bleibt ja dabei, selbst wenn du die Fehlerlust auch so findest, ist ja trotzdem diese Zeit, die du damit verbringst, einfach das Spiel zu bedienen, den Survival-Aspekt zu bedienen und nicht konkret dich vorankommst, der bleibt ja trotzdem hoch. Gerade mit dem Hin und Her. Zum Status nochmal. Diese Statusgeschichte, die ist ja wirklich essentiell in dem Spiel. Ja. Und also wirklich, es gibt ja hinten diese Tabelle und das ist halt gut gemacht. Das System ist schon ganz nett letztendlich, dass man nicht an eine Stelle kommt und sich denkt, warum soll ich mich mit dem unterhalten? Der ist doch schon längst tot. Ne, das wird euch hier nicht passieren. Ne? Oder dass ihr halt irgendwie, also bis dahin ist es wirklich ein Fehler. Ja. Aber es kann euch passieren, dass ihr in ein Dorf kommt und dann steht da so etwas wie, also das ist jetzt auch kein Spoiler, weil ich mir das gerade wieder ausdenke, aber wenn das Dorf schon den Status überflutetes Dorf hat, dann lese Folgendes weiter und dann, nee, ich komme in das Dorf das erste Mal. Warum ist das Dorf überflutet? Mhm. Und dann kommst du in das nächste Dorf und dann ist da irgendwie ein großer Damm. Und denkst du, okay, dieser Damm wird wohl brechen. Das heißt, da im Spiel, was total wichtig auf die Story auch ausgeht, möchte ich nicht vorher eigentlich wissen, dass das Dorf überflutet wird. Ab und zu gibt es dir so ein bisschen Hinweise, okay, hier passiert noch genau, was. Genau, das haben sie, ich manchmal sind die, sind die Statusgeschichten wirklich, ne, da weißt du dann, heißt es dann verborgene Schätze. Mhm. Ne, da heißt es dann nicht verborgene Schätze in der, im Tal des Todes. Ne, das ist halt dann schon gut. Man muss dazu sagen, dass diese Sachen bei den Orten nicht zwingend eintreten müssen. Also es ist eine Option an einigen Stellen, es muss nicht passieren. Manches wird man vielleicht aber nie sehen. Man kennt einen möglichen Verlauf dadurch, dass das irgendwann drinsteht. Sie haben das, wie gesagt, versucht viel zu verhindern, deswegen ja auch die Sache mit den Zahlen legen, um das Book of Secrets zu kriegen zum Beispiel. Nein. Dass sich das nicht 100% vermeiden lässt bei so einem verschachtelten Ding, ist auch klar. Man muss auch sagen, wir haben schon überlegt, also das ist wirklich ganz viel. Also ein Eintrag allein kann sich lesen, wenn
du das und das hast, dann geh zu diesem Eintrag. Wenn du das und das hast, dann geh zu einem anderen Eintrag. Hast du nichts davon, geh zu dem. Bist du der und der? Bist du der und der, kannst du aber auch zu dem und dem Eintrag gehen. Hast du den und den Gegenstand? Richtig. Wenn nicht, dann hier. Und nichts passiert. Der Vers, und der Vers, zu dem man kommt, hat dann diese Verschachtelung wieder. Uh-huh. Bis hin zu der Sache, dass eben die ganze Karte durch eine andere ersetzt worden sein kann. Aber diese vielen Möglichkeiten, die mag ich zum Beispiel. Also ich bin alter Spielebuchspieler, Einsamer Wolf, damit habe ich angefangen. Mhm. Und das will man haben. Man will praktisch, und das schafft das Spiel auch, ne, dass man wirklich viele Möglichkeiten hat. Ja, immer die Möglichkeit, noch was zu entdecken. Mehr zu sehen. Ich habe den Ort nicht abgehakt. Ja, genau. Schon, du hast genau den Ort nicht abgehakt. Aber könnt ihr euch das Design-Dokument vorstellen für dieses Buch? Das muss, dass das doch alles so funktioniert. Das muss ausgesehen haben bei einem wahnsinnigen an der Wand aus irgendeinem Psychofilm. Ja, ja, ja. Also wirklich Hut ab. Und es gibt auch fast keine Fehler, für die man Errata braucht. Also 100% fehlerfrei kann so ein Werk einfach nicht sein. Habe ich noch nie erlebt, dass da nicht irgendwas durchgerutscht ist. Keine Chance. Oder keine so. Chance. Aber ja, aber seid ihr... Aber also, das ist nicht das Problem. Wie gesagt, ich finde es gar nicht so schlecht, wenn letztendlich man dann von so einem Ort weggeht und man nicht alles erlebt hat. Aber es gibt ja auch Leute, die würden sagen, nee, das gefällt mir gar nicht. Ich will das abgehakt haben. Ich will das abgehakt haben und dann will ich zum nächsten Ort hin. Und das geht aber hierbei ja nicht immer, weil du ja quasi wirklich den Status brauchst und den Gegenstand brauchst. Und das heißt, du kannst diese Orte nicht abhaken. Würde natürlich enorm an Komplexität verlieren und auch das Gefühl einer Welt verlieren, weil du dich ja auf einer Schiene bewegen würdest. Ja, total. Also das wäre ein ganz anderes Spielgefühl tatsächlich, das ja auch nicht erreicht werden soll. Also diese Tiefe erreicht das Spiel wieder, ne, dass man wirklich zu Orten wieder hingeht und die Orte sich auch verwandeln. Das ist halt super. Nicht alle, aber manchmal werden sie halt ersetzt. Aber, und wir sind wieder bei diesem Kritikpunkt von vorhin, du musst dich wieder bewegen, du brauchst wieder Nahrung, du hast wieder die Meniere. Das Grinding, das ist halt... Und haben wir schon die Lösung davon gesagt? Nee. Andere, also Computerspiele, also, ja, nutzen einfach dann sowas wie Portale oder eine Teleportfunktion. Richtig. Ja, ja. Also die umgehen einfach genau dieses Problem. Wenn du die ganze Landschaft dir angeguckt hast... Und die man natürlich hausregeln kann, aber... Ja, hausregeln, klar. Ne? Aber dann kannst du halt einfach sagen, okay, ab dem Moment muss ich das nicht wieder mir alles angucken, sondern oder nicht angucken, bewegen, sondern ich überspringe das. Das ist halt ein Effekt, der daraus entsteht, dass dieses Spiel ja seine Spannung oder seine Schwierigkeit viel über einen Survival-Aspekt gewinnt. Ja, ja, genau. Ne? Also die Sache ist die, es sind nicht die Kämpfe an sich, die knackig sind, sondern es ist dieser Prozess der Erschöpfung, naja, des Aushungerns und wieder was und wieder was. Der wieder persönlich trifft. Genau. Also, und das ist vielleicht das Kernproblem, weil wenn du ein System hättest, in dem die Begegnung selbst zum Beispiel, das ist das, wo die Schwierigkeit drin steckt. Und das ist das, was überwunden werden muss und wo du dich auch entsprechend vielleicht vorbereiten musst durch das Aufleveln, das ist ja okay. Dann könntest du ja bestimmte Sachen eben kürzer fassen. Du könntest dir das sparen mit den ganzen Instandhaltungssachen und dem Survival-Aspekt, weil die Herausforderung steckt dann in der Begegnung, die du jetzt freigeschaltet hast. Ich sollte wahrscheinlich für Mikros nicht schnipsen, aber das steckt dann eben in dieser Begegnung drin, weil du kommst jetzt in diesen Ort, nachdem du irgendwo ein magisches Schwert oder sowas gefunden hast und dadurch, dass du das magische Schwert hast, stritt dir jetzt ein hünenhafter Ritter in den Weg, der sagt, ey du, das, was du da hast, will ich haben, das gehört mir. Dann gibt's noch eine Entscheidungsmöglichkeiten, kannst ihn geben, kannst sagen, bitte nicht, überreden, das friedlich zu lösen oder nee, aufs Maul. Und dann wäre diese Auseinandersetzung in sich das Fordernde. Das Fordernde, genau. Und das ist nämlich der Punkt, um nochmal auf Gloomhaven zu kommen, dass ich leider nicht gespielt habe, wofür ich aber auch nicht die Zeit hatte. Wir haben einmal irgendwie ein einzelnes Szenario gespielt, aber das reicht, glaube ich, nicht, um das zu bewerten. Nicht bei Gloomhaven. Aber bei Gloomhaven ist es ja so, das setzt ja nicht so sehr auf die Story, nach allem, was ich dazu gehört habe. Ja, ja. Die Story ist vorhanden. Sie ist da, ja. Sie ist da und es gibt so die kleineren Geschichten, wo die sind, aber es ist ein Spiel, das sehr oft seine Mechanik wiederholt. Du machst Mission nach Mission nach Mission und die Mission ist ja immer wieder eigentlich in irgendeiner Form von Kämpfen. Ja, durch die Dinger laufen. Durch die Dinger laufen, was auch immer. Aber halt. Und genau, und hier ist es so, irgendwas macht ja dann Gloomhaven richtig in der Hinsicht, als dass dadurch, dass das Herzstück ist, die Herausforderung der Auseinandersetzung an sich und nicht, oh, ich habe 10 Herausforderungen hintereinander und wenn ich dann bei der 10. ankomme, bin ich durch die 9 davor ganz schön runtergetrimmt und deswegen ist die 10. doof oder schwierig, sondern es hat immer in seinen Missionen ist es vermutlich knackig. Wie gesagt, ich habe es nicht gespielt. Und das hat Tainted Grail halt nicht und deswegen ist seine Mechanik für mich persönlich nicht so fesselnd. Richtig. Und sie verliert mich halt
Sie hat mich erst nach, ich meine, welches Spiel spielt man 15, 20 Stunden lang? Sie hat mich nach der Zeit... Ich habe viele Spiele, die ich spielen will, die ich gut finde, nicht so häufig gespielt. Richtig. Also, da fallen mir einige ein. Ja. Das ist ja schon nicht so schlecht. In welches Spiel steckt man schon 20 Stunden, bevor man sagt, okay, eigentlich macht es mir jetzt nicht mehr so viel Spaß. Das ist ja okay. Und hat danach aber irgendwie so. Man braucht ja halt 50 Stunden, um es durchzuschaffen. Und das ist dann das Problem. Es ist halt dann nicht zu dem Zeitpunkt, wenn die Mechanik mir anfängt, auf den Zeiger zu gehen. Das ist halt nicht der Zeitpunkt, in dem die Geschichte zu Ende ist. Richtig. Und das ist mein Problem. Du hast dafür, aber auch dafür nicht die Sorge, wie zum Beispiel, was weiß ich, bei Arkham Horror, dass du eine Begegnung hast und dann sagst du so, ups, ja, falscher Charakter dafür, ne, der andere Charakter hatte Wissen 5, ich habe Wissen nur 2, dementsprechend schaffe ich die Begegnung nicht und kriege jetzt 3 Schaden, ne, sondern hier sind es halt alles immer nur so kleine Begegnungen, die dich halt einfach so nach und nach fertig machen, aber es ist halt nicht so, du gehst irgendwo hin, oh ja, toll, hat nicht geklappt, ja, dann war das alles für umsonst. Es ist eine gut geölte Maschine, die immer mehr Staub reinkriegt und immer schlechter läuft. Und du musst halt versuchen, sie wieder in Gang zu kriegen oder irgendwann bleibst du dir halt ganz stechen. Ich meine, selbst das Sterben ist ja schwer. Ne? Man stirbt wirklich relativ schwer in dem Spiel. Ja, du hast ja so einen Sterbestatus, kannst auch wieder geheilt werden. Solo brauchst du irgendwie nur eine Energie, die du irgendwie bekommen kannst. Du kannst abhauen aus den meisten Kämpfen. Richtig. Relativ. Das ist am Anfang schadet. Super nervig. Man hat da so einen Kampf, denkt, boah, geil, Erfahrung, merkt schon so, oh, ich schaff das gar nicht. Und dann sieht man, okay, wenn du fließt, gibt's einen Gelegenheitsangriff, die letzte Karte im Kampf wird abgeworfen. Okay, wir kämpfen gar nicht, ich habe gar keine Karte gespielt. Ich hau da mal ab. Und das macht man vielleicht 5-6 Mal am Anfang, weil man halt sieht schon, ah, das wird nichts. Aber das war auch unser Fehler. Wir sind da so rangegangen, dass wir normalerweise denken, okay, es ist ein Kampf. Wenn ich ihm ausweiche, gibt es irgendwelche Nachteile. Dementsprechend weiche ich ihn lieber nicht aus. Ich probiere es erstmal. Genau. Das Spiel gibt einem aber so viele Kämpfe am Anfang, dass man einfach sagen muss, okay, ja, den weiche ich aus, den weiche ich auch aus. Ist kein Hase, sondern der Todeseber, dem Todeseber weiche ich mal genau, aus, den Hasen mache ich platt. Genau, ja, richtig. Ne? Also den da sind wir, glaube ich, einfach mit der falschen Erwartung angegangen. Ja, aber es fühlt sich trotzdem irgendwie komisch an, dass du gefühlt am Anfang in den ersten 2 Kapiteln bei 4/5 der Kämpfe sagen kannst, ja, weil der Kampf halt eher eine Begegnung ist und man kann sich dabei quasi entscheiden, ob man kämpft oder, ne, sagen wir, es ist halt irgendwie der fahrende Ritter, den man trifft. Mhm. Ne, und den fahrenden Ritter, den treffe ich und da fragt man sich dann, ja, warum soll ich den, also wenn man es so ein bisschen als Rollenspiel auch betreibt, warum soll ich den fahrenden Ritter jetzt bekämpfen und irgendwie seinen Reichtum bekommen? Und so Rollenspielprobleme mal kurz, wir haben auch schon ein paar Leute geschrieben, mach doch lieber Rollenspiel und so, das ist vielleicht eher was für dich. Also die beiden sind Rollenspieler, ich so gelegentlich mal bei Karl dabei, aber ja, auch schon länger nicht mehr, Zeit, wenn ich mehr Zeit habe. Ja, und das hat uns irgendwie dann auch, obwohl da von unterschiedlichen Richtungen kommen, mit einem anderen Hintergrund, halt alle irgendwie nicht so. Also so ist, nicht ja. Von der Story her packt es schon rein und man könnte sich durchaus vorstellen, dass man sagt, okay, wir machen morgen einen Rollenspielabend. Dazu. Also als Dungeon Master sich eine Geschichte in der Qualität auszudenken, viel Spaß. Nicht jeder schaffen. Vor allen Dingen nicht mit dem Komplexitätsgrad, der dahinter steckt, das ist, aber das wobei ist du ja, schon ne? sehr gut gemacht hast. Vielen Dank. Das ersetzt schon in weiten Teilen soll es dir halt irgendwo einen Dungeon Master ersetzen, wie das ja bei vielen dieser Spiele. Genau, und dementsprechend Solo natürlich auch eine super tolle Erfahrung. Wenn du immer Rollenspiel spielen willst, dann hast du keinen Dungeon Master, keine Gruppe, genau. Dann hast du hier schon so ein Erlebnis, das geht in eine sehr ähnliche Richtung. Es führt halt auch wieder dazu, was mir viel bei solchen Spielen passiert, dass ich denke, boah, geil, jetzt einfach Pen and Paper, wo so die totale Freiheit herrscht, weil irgendjemand da sitzt, der quasi on the fly die Regeln bestimmt. So bist du ja zu D&D gekommen, ne? Ultra Quest gespielt, da meinte, ja, ist doch eigentlich D&D, lass mal machen. Ich wollte schon D&D spielen und dann so Ultra Quest. Ach, okay, jetzt müssen wir mal. D&D gespielt, ja? Du hast ich hab's nie, ich bin dazu gekommen, okay. Weil ich aus einem relativ kleinen Ort 20 Jahre Theorie. Ja. Genau, hier, diese Bücher sind nie benutzt worden, sie sind 20 Jahre alt. Ah, ja. Kein Exkurs? Ja, fast nie benutzt worden. Aber genau, und hier hast du ein bisschen einen ähnlichen Effekt, aber in Bezug auf die Mechanik, witzigerweise. Ich denke mir nämlich, die Geschichte ist super. Mhm. Ne, da kriege ich von einem durchschnittlichen Dungeon Master oder auch einem besseren Dungeon Master, kriege ich da nicht was Besseres von. Das ist schon auch hinaus, wie sich das so entwickelt. Auch richtig. Bei uns der Haareffekt, so was das hier bedeutet, was das für Leute sind, was wir für. Also da war schon so, ist schon cool gemacht. Ja, das ist wirklich. Und das hält einen ja, das hält einen ja bei der Stange, bis an irgendwann der Punkt ist, ah nee, also im Englischen sagt man Sunken Cost Fallacy. Das sollte man halt hier nicht machen. Also ich weiß nicht, gib dem Ding eine Kampagne, die 10 bis 20 Stunden geht. Oder richtig. 15. Mein Punkt, was ich auch in manchen Kickstarter-Videos schon gesagt habe, es ist immer geil, wenn die Spiele sagen, 200 Stunden Spielzeit, 100 Stunden Spielzeit. Ja, wer hat die Zeit dafür? Keiner. Gib mir eine geile 15-Stunden-Kampagne, dann bin ich voll dabei und mach die vielleicht noch abwechslungsreich. Nein, gib mir mehrere. Ja, das ist ja auch okay. drei Kampagnen. Richtig. Und die bauen aufeinander auf und miteinander verwoben, das wäre halt auch geil. Gut, ihr könntet natürlich sagen, ich mache das als kleine Mini-Kampagnen für mich selbst, weil man hat ja quasi 15 kleine Mini-Kampagnen. Die sind ja 15 funktionieren Kapitel. Ja auch nicht einzeln. Du kannst aus der 4-5 einsteigen.
das ist halt du hast Frage, ja schon immer so einen kleinen Abschluss davon. Du könntest ja sagen, okay, ich beende es jetzt nach diesem einen Kapitel und mache dann halt... Ja, aber das ist ja auch das Interessante. Das ist ja nicht so ein Kapitel, so heute Abend spielen wir Kapitel 1 und ihr spielt das und dann ist irgendwann wirklich dieser Abschluss da, weil das geht ja, das Kapitel 3, ihr macht einfach nahtlos weiter. Das ist ja so ein fließender Übergang. Das ja, ist, ja, natürlich, das ist so, ja, das ist ja zum anderen auch das Schöne. Ja, das ist gut, aber das macht es halt immer so abgeschnitten zu spielen. Du weißt nie, wie lange das Ding geht. Richtig. Also ein Kapitel kann ja vorbei sein, jetzt habe ich schon wieder geschnipst. Und es kann sich einfach über 5 Stunden ziehen. Ja, ja, absolut. Ja. Man kann, wenn man hier sich dran setzt, weiß man nicht, wie lange man dafür brauchen wird. Man hat halt wenig Vorgaben und deshalb braucht man viel Geduld. Richtig. Da brauchst du viel Geduld und es müssen alle mit derselben Geduld und derselben Leidenschaft auch dabei sein. Weil wenn man zu dritt an einem Tisch sitzt oder zu viert und irgendwie einer verliert dann den Spaß daran, ja, dann müsste man den im schlimmsten Fall halt stundenlang mitziehen, bis irgendwie wieder was kommt, was dem gefällt. Man kann auch, Gott sei Dank, einfach aufsteigen. Das ja, ist, glaube ja, ich, nicht so schwer, weil dann für den Abend auch nichts mehr zu tun hat. Ne? Nee, aber der braucht aber beim nächsten Mal nicht wiederkommen. Die anderen, Legacy-Spiel, fangen zu viert an, zwei sagen, sie haben keinen Bock mehr. Dann das kann ich mir ein neues Spiel kaufen, hier kann ich es halt einfach weiterspielen. Genau, den Aspekt wollte ich noch bringen. Ne? Bringst du manchmal bei Legacy-Spielen, dass man da ja das große Problem hat, was mache ich letztendlich, wenn ich mit dem Legacy-Spiel angefangen habe, habe mir aber eine Gruppe gesucht, wo auf einmal 2 von 4 Leuten sagen, das Spiel ist blöd oder der Mechanismus gefällt mir nicht. Dann habe ich nach 2 Partien letztendlich das Legacy-Spiel angefangen. Okay, man könnte irgendwie mit Hausregeln da neue Leute oder die übernehmen die Charaktere oder wie auch immer das funktioniert. Aber eigentlich ist es dann gelaufen. Hier kein Problem. Richtig. Ne? Das ist halt auch kein Legacy-Spiel. Nee. Genau, aber du hattest jetzt letztendlich natürlich bei meiner Partie, da hattest du den ersten Akt jetzt schon 4-mal gespielt, ne? Und hast mir die Entscheidung auch ein bisschen überlassen. Aber das sind dann auch wirklich nur die Entscheidungen kurz A oder B und das ist halt ein kurzer Teil und ansonsten bist du wieder mit dabei. Ja. Ne? Der Anfang, und deswegen ist dieses erste Kapitel auch immer das, was Ben zum Beispiel so abfolgt. Der Anfang ist eigentlich die perfekte Kondensierung. Das ist es. Es ist ein sehr kleines Areal. Jedes Gebiet ist neu für dich. Sie sind auch alle sehr unterschiedlich tatsächlich am Anfang. Also Norden, Süden, Westen, Osten sind richtig unterschiedlich. Es gibt auch ein Ort, ist ja schon seine eigene kleine Story-Dings. Du weißt, was ich meine. Mhm. Ihr nicht. Das ist wirklich gut. Dann ist es auch noch so, dass natürlich für jeden einzelnen Charakter hier am Anfang bereits was eingearbeitet ist. Jeder kann hier seinen eigenen kleinen Story-Abschnitt erleben. Musst du da, ne? Teilweise kannst du teilweise das nur lösen, wenn du weißt, wo du hast. Genau, es gibt auch was auch durch die Träume ja erzählt wird. Du hörst diese Träume, wie du auch empfohlen am Anfang, hör dir den Traum in deiner Heimatstadt an, den hörst du und da kannst du schon so rausdeuten, wo du hin musst. Das ist schon... Das macht Hoffnung. Da denkt man so, boah, das Spiel, aber wenn das so weitergeht. Ja, aber auch der Traum wieder, ne? Natürlich, wie will ich der Traum? Der Traum letztendlich ist eigentlich das ist nicht das Hauptproblem des Spiels, aber es zeigt das sehr schön auf. Was will der Traum sein? Will er Ambiente sein? Ja, das haben wir gemacht. Wir haben ihn quasi schön mit vorgelesen und man gibt sich dem so ein bisschen hin, ne? Oder will er letztendlich einen durch das Spiel bringen? Dann musst du dir eigentlich aufschreiben, was in dem Traum vorkommt. Mhm. Ne? Wenn der Traum so etwas sagt wie, und als die Sonne aufging und ihr über das Wasser geguckt habt, da habt ihr dann die Statue des silbernen Schwertes gesehen. Aha, ne? Schon weißt du, wo die stehen wird. Richtig. Ne? Also so ganz deutlich ist in dem Traum nicht, aber manchmal sind es solche... Der Gag ist, dass die Träume vor allen Dingen, du hast immer den gleichen Traum im Ort. Ne? Und du träumst immer wieder, weil die haben ja auch Effekte. Manchmal. Manchmal, also spielmechanische Effekte. Weswegen es auch wichtig ist, dass wenn man eben da übernachtet irgendwo, dann träumt man halt auch wieder. Man sollte dann wissen, Texte, was der Traum dann auch macht, im Zweifel. Im Zweifel sollte man wissen, was der Traum macht. Oder der Albtraum. Genau. Ja, dafür müsstest du es dir wieder aufschreiben. Aber es ist auch so, es ist nicht nur am Anfang, wie gesagt, dass diese Orte sehr unterschiedlich sind. Es ist für jede Figur ein einzelner Schritt da, der nur für die Figur interessant ist und die auch sehr atmosphärisch durchaus sind. Eine gute Grundlage für die verschiedenen Figuren legen. Es ist auch so, dass die Anzahl der Schritte, also das Progress-Gefühl im Anfang, ist einfach, finde ich, hervorragend balanciert, weil du hast eine ganz konkrete Aufgabenstellung am Anfang, das ist auch schon mal klar. Und die Anzahl der Schritte, um dorthin zu kommen, ist relativ klein. Es sind je nach Richtung 3 bis 4 tatsächlich, ungefähr. Es dauert ein bisschen länger, weil man natürlich noch nicht weiß, wohin. Es gibt ja ein paar mehr Orte zum Besuchen. Aber das ist alles sehr gut handelbar. Das heißt, man ist sehr schnell an diesem Punkt. Und das Ende von dem Prolog ist es, glaube ich. Das heißt noch nicht mal Kapitel 1. Das heißt, glaube ich, Prolog. Doch, es ist Kapitel 1. Kapitel 1. Nee, Prolog, Kapitel 1 ist Prolog, den haben wir nicht gespielt. Das endet mit einer Aufbruchsstimmung. Genau. Weil du bist ja noch nicht richtig weggegangen von zu Hause, sondern bist drumherum gelaufen. Und jetzt brichst du quasi in die weite Welt auf und hast sogar eine
Wahlmöglichkeit, also wirklich links oder rechts gehen. Und das macht dieses erste Kapitel einfach so gut. Und deswegen funktioniert es selbst bei mehrfachem Spiel. Ja. Ja, viermal gespielt. Ja, ne? fünf, sechs Mal. Vielleicht fünfmal, zweimal gespielt. Dreimal gespielt. Und es ging immer. Und danach hat man immer das Gefühl, okay, ich will doch weitermachen und so. Aber jetzt stell dir mal vor, du müsstest Kapitel 4 viermal spielen. Vielleicht wäre es wieder interessant, weil Kapitel 4 ja in eine andere Richtung geht. Genau. Ne? Und gut, das kann sich aufspalten, aber... Oder vielleicht, man spielt doch, was ich gehört habe, nicht immer zwingend 15 Kapitel. Es kann mal sein, dass Kapitel 12 gar nicht auftaucht oder Kapitel 6, wenn man es einfach überspringt. Wenn sich irgendwer fragt die ganze Zeit, warum wir über die Inhalte von dem Ende übrigens reden oder von Kapitel 15 oder so etwas, obwohl wir die ganze Zeit sagen, wir haben so bis Kapitel 7 gespielt, dann hängt das einfach damit zusammen, dass wir natürlich einfach nachgelesen haben. Richtig. Also wir haben uns einfach informiert, natürlich noch ein bisschen Foren oder... Ich wollte unterbinden, dass ich jetzt noch einmal spiele. Ich wollte einfach wissen, ob wir haben ja den Aufbau, also gerade ich bin ja so bis Kapitel 5 sind wir ungefähr gekommen, glaube ich, ja, in unserem Dreierspiel, 4, 5. Und da ist ja viel Aufbau der Geschichte drin. Ich wollte halt wissen, führt das auch zu irgendwas? Also ist da auch wirklich weiter so ein Aufbau hin zu einem Klimax? Ist das Finale gut und so weiter? Was kommt da noch? Das wollte ich dann wissen, das habe ich mir angeguckt und dementsprechend, deswegen habe ich auch am Anfang gesagt, ich persönlich würde beurteilen, ja. Also das führt wohin? Das Finale, ehrlich gesagt, das liest sich wirklich cool und interessant. Die Geschichte wird... Das hätte ich gerne spielerisch erlebt. Leider hat mich das Spiel immer dahin gerafft. 4, 5, 6, die Kapitel fand ich super. Okay. Also waren echt großartig bei mir, weil viel erkundet, viele neue Sachen, interessante Mechanismen auch wieder. Also ich mag das bei Spielen letztendlich, wenn sie dann auf einmal nochmal neue Mechanismen triggern, wie man quasi Abenteuer erledigen soll. Mhm. Das ist nicht auf einmal ein Geschicklichkeitsspiel, was man da lösen soll oder irgendwie so Quatsch, wo du denkst, was soll das jetzt für ein Unsinn oder verbinden sie folgende Linien. Das wäre witzig. Aber es waren dann schon verschiedene Mechanismen ein bisschen, die auf einmal dann aufkamen und mit einem Story-Twist, das kann man glaube ich ruhig sagen, oder nochmal so kleinen, netten Ambiente-Geschichten, wo man sagt, oh, so sieht das ja aus. Das war richtig gut. Also. Aber wenn du sagst, 5 und 6 fand ich richtig gut, warum? Dann kam Kapitel 7 einfach. Ne? Kapitel 7 hat die klassischen Probleme der Bewegung wieder und Kapitel 7 hat dann ein Problem, dass ich wieder sagen würde, du würdest vielleicht sagen, Vorteil von Open World, ich würde sagen, Nachteil von Open World, ich bin einfach nicht der Open World Spieler vielleicht einfach. Ich möchte nicht 3 Stunden lang Mechanismen durchlaufen, die ich davor 3 Stunden schon gemacht habe und sie toll fand, dann nochmal 3 Stunden machen und sie nicht mehr toll finden. Und dabei einfach herumrennen und probieren herauszufinden, ob ich irgendwo einen Status kriege. Die Frage, die ich mir einfach stelle, ist, du hast ja Seventh Continent ein paar Mal gespielt. Ja? 2,5 Mal. Hast du auch noch Seventh Continent gespielt? Nein, noch nicht. Du hast es noch nicht gespielt. Ich warte auf die Deutschen. Seventh Continent ist ja zumindest, was das Aufdecken der Karte angeht, ähnlich. Ja, du erkundest von Karte zu Karte. Ja, das, also da werden auch viele Vergleiche kommen. Ich weiß nicht, was jetzt zum Vergleich kommt, aber meiner Meinung nach sind die Spiele sowas unterschiedlich. Ich will keinen Vergleich machen. Was ich mich frage ist, da bewegt man sich, also auch nach meiner Erfahrung, das eine Mal, wo ich das mit erlebt habe, eine relativ große Karte sogar. Ja, die Karte ist riesig, die ist 2x4 Meter. Hattest du bei Seventh Continent das Gefühl, dass es irgendwie anstrengend ist, dich von A nach B zu bewegen? Oder hat das Spiel das auf irgendeine Art vermieden, dass du das machst? Den Kapiteln, die ich gespielt habe, war es immer sehr geradlinig. Es gab nur Progress nach vorne, ich musste nicht von A nach B, nach A nach B laufen. Also es ging nie wieder zurück. Es ging selten hin und her, und wenn nur auf einem sehr kleinen, begrenzten Rahmen. Also es hat mich nie so vorangetrieben. Es war halt auch, das eine Kapitel hat, glaube ich, 12 Stunden gedauert, das ist auch mit eines der längsten. War dann halt vorbei. So, nachdem uns die Speicherkarte jetzt gerade gesagt hat, dass wir mal zum Ende kommen sollen, weil die war voll und wir hatten, also es dauert jetzt schon ein bisschen, danke an alle, die noch dabei sind, kommen wir dann jetzt auch mal ganz allmählich zum Ende. Kommen wir noch ganz kurz zu den Regeln, was ja nicht ganz unwichtig ist bei so einem Spiel. Ne? Das könnte ja sein, dass einfach das Regelbuch einen total erschlägt. Ich habe Robinson Crusoe gespielt. Ja, ich liebe dieses Spiel, aber immer wenn es um Regeln geht, wird Robinson Crusoe erwähnt. Das ist wirklich einfach. Also wer dieses Regelbuch letztendlich beim ersten Mal durchliest und sofort versteht, Respekt davor. Und das ist schon ja die überarbeitete deutsche Version, die besser ist als die Originalversion. Ja. Das ist hier nicht so, sondern sie haben halt einfach eine Schnellstart-Variante reingepackt, die einem erlaubt, ein Tutorial zu spielen. Und das ist auch ganz nett, weil das viele Sachen einfach gleich mit aufnimmt. Und man kommt auch sogar ein bisschen in die Stimmung rein, was normalerweise ja so Tutorials gar nicht so schaffen. Mhm. Aber richtig gut gemacht. Wirklich eine Schnellstart-Variante, die den Namen verdient.
Ich lese ja gerade die Regeln von Hannibal. Da gibt es auch eine Schnellstart-Variante. Aha. Gucken wir mal, ob die genauso schön ist. Wenn wir auch irgendwann spielen, hoffentlich im September. Wenn nicht September, dann März. Absolut, genau. Entweder im September oder im März. Aber wie findet ihr die Regeln ansonsten? Wie findet ihr das Regelbuch? Ich habe es auf Englisch gelesen tatsächlich und ich bin nicht bekannt dafür, der beste Regelleser zu sein. Also ich habe in die Regeln nur reingeguckt, weil ich Ben irgendwas nicht geglaubt habe. Ansonsten habe ich da nicht groß reingeguckt. Es ist halt, das ist diese Schnellreferenz, ne? Genau. Kannst du mir das Regelbuch mal geben? Ich meine, das ist ja schon erstaunlich dünn tatsächlich. Ja, aber es sind halt auch schon klein geschrieben. Es ist eine sehr kleine Schrift. Also es ist schon klein und ein paar Bilder drin, aber... Aber ihr müsst zugeben, für den riesigen Umfang von dem Ding, ich habe schon Spiele gesehen, die haben deutlich dickere Regeln. Aber ich habe in ein paar englischen Rezensionen auch gesehen, dass Leute, die es auch intensiv gespielt haben, auch 20 Stunden oder so, dass die auch meinen, ja, da musste man doch noch mal was in der Regel nachgucken. Aber das bleibt nicht aus. Genau, bei welchem Spiel das mehr ist als da. Genau, also die Grundstruktur, ja. Es gibt ja auch diese schöne Übersichtskarte, die drin sind wir jetzt auch nicht, ja, da steht, wenn man die vor sich liegen hat und einmal die Regel gelesen hat, dann weiß man, wie das so abläuft. Als ich das erste Mal das Spiel vor mir auslegen sah mit den Übersichtskarten, habe ich gesagt, okay, super, ein Spiel, was zwei Karten allein schon für die verschiedenen Statusvarianten für Gegner hat. Mhm. Ja, das wird uns erschlagen an Regeln. Es sind viele Regeln, aber ich finde, die Regeln sind eigentlich schon alle eingängig. Sie sind meistens gut erklärt und dass man mal nachschlagen muss bei so einem Spiel... Okay. Ja, und soweit ich weiß, ist die deutsche Anleitung auch nochmal überarbeitet und noch ein bisschen besser als die englische. Man hätte es natürlich ein bisschen schöner noch aufarbeiten können. Es ist nicht so gemacht wie so ein Space Alert, was einen halt die ganze Zeit mitbringt, wo das Regellesen schon Spaß macht. Ja, habe ich neulich jetzt wieder gemacht, war großartig. Kadetten. Ja, absolut. Aber es ist in Ordnung, oder? Also mir wurden die Regeln ja eben nur erklärt und ich habe das dann so akzeptiert. Wir haben dann später ein paar Regelfehler festgestellt. Erinnere dich bitte an das mit den Attributen. Ja, ja. Wir wussten nicht, dass... Das steht wirklich nur hier irgendwo drin. Das ist auf diesen Blöcken überhaupt nicht ersichtlich. Wir haben am Anfang sehr schnell gelevelt, haben irgendwann gedacht so... Das gehört halt zusammen. Also je mehr Attributspunkte man hat, desto teurer ist der nächste. Also das erste zu nehmen ist, glaube ich... Findet man aber in der Regel drin. Steht ja, genau, das steht da drin. Wir haben das dann auch irgendwann festgestellt. Aber wir haben es dann am Anfang einfach schon mal falsch gespielt gehabt. Aber die gehören halt zusammen. Das heißt, wenn hier schon zwei stecken, dann ist das hier der dritte und nicht der erste. Solche Sachen, das war auch eine der Sachen, die wir dann erst später gemerkt haben. Richtig, und auch wir hatten wahrscheinlich auch in der Partie, wir hatten am Anfang das immer mit den Kartendecks, die man ja so ganz komisch auseinandersortieren muss. Das haben wir auch die ersten zwei, drei Male richtig gemacht. Als wir dann einmal die große Kampagne gespielt haben, haben wir es nicht gemacht. Einfach die Karten mit den Namen rauszusuchen, deswegen die Kämpfe waren ganz einfach. Bis heute, wie uns das passieren konnte, weil ja eigentlich, wir haben einfach eine Markierungsinformation übersehen. Ja, also nur weil wir vor Kameras manchmal Spiele spielen, was nicht, dass wir gut wegspielen. Aber was auch wichtig ist, das hat nicht, wenn wir es jetzt da gleich richtig gespielt hätten, hätte das nicht den Spielspaß um den Faktor 100 vergrößert, weil auch das haben wir tatsächlich richtig dadurch gemacht. Zeit gespart. Dadurch war es einfacher, wir haben Zeit gespart, wir hatten mehr die Gegner, wir konnten schneller leveln, es wäre eigentlich besser dadurch. Ich wurde begrüßt mit den Worten, das Spiel ist viel zu leicht. Damit haben wir tatsächlich was wiedergegeben, was uns gesagt wurde. Also am Anfang ist es halt, du läufst mal weg und so. Ab einem gewissen Entwicklungsgrad soll es nicht mehr so wahnsinnig schwer sein. Gerade wenn man sich irgendwie in Kampfreihen so ein bisschen spezialisiert hat und die Extrakarten vor allen Dingen da drin stecken hat mit den Extra-Eigenschaften. Ja, kann schon sein. Also ne, ich finde es ganz nett. Letztendlich ist es auch von den Kampagnen, es ist nicht so gemacht, dass man jetzt auf einmal im ersten Akt einen Level 4 Monster, ne, die sind 1 bis 4 gebaut, dass man gleich ein Level 4 Monster aus Versehen trifft und dann sagt, ja, Mist gezogen letztendlich, das war's leider. Sondern es ist halt so, dass beim Aufbau der verschiedenen Akte immer die Unterschiede vorgegeben ist, welche Monsterkarten, welche Stufen da jetzt reinkommen. Genau, weil du relativ schnell alles drin hast, oder? Genau, wollte ich auch gerade sagen. Hängt schnell alle drin. Hängt von der Anzahl der Spieler ab. Ja, also ich war jetzt bei Kapitel 7, da hatte ich noch keine Stufe 4 Monster drin. Okay, aber wenn du mit mehr Spielern spielst, hast du auch schnell die höherwertigen Monster drin, dann kommen auch nicht mehr viele neu. Es gibt ja auch so Ereigniskarten, so 30 Stück, die immer jeden Tag wird immer eine gezogen, sind schon 30 Stück, die hast du halt nach 5, 6, 7 Kapiteln auch alle gesehen. Die haben jetzt nicht so einen großen Impact. Sie haben gutes Wetter oder besonders gutes Wetter oder schlechtes Wetter. Das ist so nette Abwechslung, damit nicht immer alles gleich ist, aber ich habe mir da auch ein bisschen... Wir haben ja noch was vergessen, was das Spiel, also diesen Aspekt... Keine Sorge, die gleich zum Ende. Das, was das in Länge ziehen, ja noch weiter... noch schlimmer macht. Mhm. Wir haben ja gar nicht erwähnt, dass eben auch, also man kann Kreaturen begegnen, wenn man auf Karten geht oder bestimmte Ereignisse auslöst.
Aber es kommen ja auch allein durch den Tageswechsel eventuell Viecher auf den Plan. Auch das kann passieren. Oder Wächter, die dann rumlaufen. Aber man kann halt den meisten eigentlich ja entkommen am Anfang. Ne? Du kannst ihnen entkommen, aber du musst halt auch irgendwie drumrum laufen. Eventuell, wenn du gegen sie kämpfen willst. Du willst ja Erfahrung haben, das Essen eigentlich auch. Wenn du gegen sie kämpfst, verlierst du eventuell Lebenspunkte. Die können ja unterschiedlich schwer sein, soweit ich weiß. Und das bedeutet, du musst wieder Zeit fürs Heilen verwenden. Klar, natürlich, das geht wieder noch mehr in diese Richtung. Und die haben tatsächlich keinen storytechnischen Mehrwert, die sind wirklich nur ein Teil dieses Survival-Aspektes. Genau. Also das meiste davon. Ich fand das schön, dieser Eventkarten, die fand ich super. Mhm. Letztendlich, ich finde es gut, dass sie sehr einfach sind, dass sie sich dauernd wiederholen, dass man sie alle irgendwann kennt. Das finde ich großartig, ja. Weil ich finde, wenn es jetzt noch eine Geschichte wäre, die nochmal kompliziert abzuhandeln wäre, weil man es ja auch wieder jeden Tag macht, man muss jeden Tag eine Eventkarte haben, man hat jeden Tag Träume, jeder Charakter. Aber es bringt die Welt ein bisschen dynamischer einfach. Du hast auf einmal dann mal einen Wächter, der herumwandert. Ja. Du hast mal eine Wetterbedingung. Weil Regen kannst doch nicht laufen, weil es Schaden macht. Die Wetterbedingungen sind anders. Genau. Auf einmal guckst du mal, weil du sagst, okay, es ist jetzt Frost und du musst in eine Siedlung. Ja, du guckst auf die Karte, wo ist denn die nächste Siedlung hier? Das bringt quasi eigentlich nur diese Eventcards, weil ansonsten hast du eigentlich ja die Karten, wo du hinrennst von einem Punkt zum nächsten. Das ist sehr statisch, genau. Diese Vancards bringen über ganz einfachen Mechanismus ein bisschen Leben in die Bude. Wobei ich ja immer so ein bisschen die Krätze bekomme, wenn du dann Karten hast. Also du brauchst ja eine bestimmte Anzahl Energie, um dich von A nach B zu bewegen. Ja. Und dann gibt es eine Karte, die sagt, wenn du dich bewegst, brauchst du Energie mehr. Das einzige Ergebnis dieser Karte ist, dass du in diesem Tag weniger schaffst. Ja. Du freust dich über das gute Wetter, weil du einfach dann innerhalb des Tages mehr schaffen kannst. Das heißt, bis du die Aktionspunkte aufwenden musst, um den Menhir aufzufrischen, hast du länger Zeit, du kannst mehr von interessanten Sachen machen. Und das ist ja der Hauptauswirkungsfaktor, wenn du sagst, okay, bei Frost irgendwie ins nächstgelegene Dorf rennen müssen. Das ist dann auch schon irgendwo, da hast du schon ein bisschen Thema mit drin und so weiter. Aber auch das ist natürlich am Ende des Tages so, ich wollte jetzt das machen und jetzt verbringe ich die nächsten 20 Minuten damit, weil ich muss da ja hingehen, das kostet mich Zeit. Und dadurch tickt der Menhir weiter runter und das ist die Kettenreaktion, die dazu führt zu dem, was wir nicht mögen. Ich musste jetzt in das Dorf gehen, jetzt konnte ich das nicht rechtzeitig erledigen, das heißt, bevor ich das mache, muss ich jetzt den Menhir, weil er auf 1 getickt ist, erstmal wieder auffrischen, dann muss ich ja dafür Sachen sammeln, dann die Sachen bei dem Menhir ausgeben, was dich auch im Prinzip den Tag kostet und dann kann ich das erst machen gehen. Das heißt, diese Frostkarte hat nicht nur dafür gesagt, dass du cool in die Stadt musstest, sie hat dafür gesagt, dass du einmal den kompletten Instandhaltungsmodus, dass man hier es einmal zusätzlich abwickeln musstest, was vermutlich 20 bis 40 Minuten sind. Wenn du auf Effizienz spielen möchtest, ist das nicht schön. Ja. Wenn du quasi es rollenspielerisch spielen möchtest, ist das noch super angenehm, dass du sagst, es kriegt noch mehr Dynamik. Wenn du es zum 10., 20. Mal machst, weiß man nicht. Aber gut, ihr merkt, wir kommen und sind schon lange im Plaudern. Und ich glaube, so die wesentlichen Dinge haben wir noch irgendwas, was wir unbedingt ansprechen wollten? Ich glaube, so die wichtigsten Basics haben wir eigentlich alle. Ich habe es auch wahrscheinlich schon mehrfach. Ich habe es geschafft, mal einen Satz dazu, mit der Unwucht in der Rate zwischen Instandhaltungszeit, meinen Commercials und dem eigentlichen Erleben des Spiels. Das konnte man nur einen Satz zusammenfassen. Ich habe das jetzt irgendwie auf 2 Stunden mit ausgedehnt. Aber das hat das Spiel auch verdient. Deshalb machen wir das ja auch. Richtig. Wir setzen uns ja deshalb zu dritt zusammen, weil wir gesagt haben, okay, das Spiel hat es verdient, dass wir uns damit intensiv beschäftigen. Wir wollten dieses Spiel wirklich mögen und spielen. Es hat das Potenzial zu einem Meisterwerk. Es ist für mich kurz davor, eins zu sein und dann aber doch nicht epochal gescheitert, aber schon leider so gescheitert, dass ich sage so, doof. Aber es wird viele hier draußen, auch viele, die das Video jetzt gucken, die schon gespielt haben, die es noch nicht spielen werden, für die es dieses Meisterwerk sein wird. Es hat auf Board League eine 8,5, 8,7 oder so. Also ein super krass hohes Rating. Man weiß nicht immer nicht, haben die Leute das nur einmal 10 Stunden gespielt oder wirklich komplett durchgespielt. Aber solange sie erstmal Spaß damit hatten, ist ja toll und gut. Also das ist wirklich, das ist jetzt, ich hoffe, es ist auch so rausgekommen, dass jetzt kein Video ist, Tainted Grail ist schlecht, kauft es euch nicht. Absolut. Es hat halt, auch vieles, wo wir drüber geredet haben, wo wir gesagt haben, hat uns nicht gefallen. Da werden viele von euch gesagt haben, so, das klingt voll cool, das möchte ich auch gerne erleben. Und ich wünsche euch sehr, wenn ihr spielt, dass ihr in die, es gibt ja die Gruppe, die das so sieht wie wir, die das irgendwie doof, die sagen so, ärgerlich, das ist knapp gescheitert, das andere sagen genial. Ich wünsche euch, dass ihr in die Gruppe gehört, die sagt, boah, genial, ich will mehr davon. Und ich tatsächlich, diese Grinding, diese Menhir-Mechanik, die ist das, was mich so größtenteils daran nervt. Und nach dem, was ich bisher gehört habe, soll die in der Erweiterung, die er nachspielt, nicht mehr drin sein. Mhm.
ich habe schon Bock, das auszuprobieren. Also ich habe, also das jetzt wirklich nicht. Ich hätte zwar Lust, diese, also ich wäre halt gern wirklich bei einer Gruppe dabei, die, wo irgendwie auch zwei Leute spielen oder drei und die sagen, boah, wir haben total viel Spaß, geht richtig ab, wir sind schon Kapitel 8 und so. Da wäre ich wirklich gern dabei, würde das miterleben einfach, weil, ne, ich, vielleicht ist irgendwie die Gruppendynamik immer falsch. Ich habe keine Ahnung, woran das geht. Den Erzähler machen oder so. Also wir das haben, auf jeden Fall. Aber ja, wir haben ja noch eine weitere Person dabei gehabt, die letzten Endes das auch so sieht. Genau. Und das Spiel ist so gut, ich möchte ihm eigentlich seine Schwächen verzeihen. Es gibt viele Spiele, die wir spielen, trotz Schwächen, die sie haben. Aber das, die Schwäche dieses Spiels ist halt, dass sie zu viel, dass es zu viel Zeit kostet. Und das ist genau die eine Schwäche, der ich halt schlecht entgegenkommen kann. Richtig. Ja? Und gerade weil es Grinding ist, das nicht interessant ist, das ist. Ja. Ja. Mein Fazit dafür wäre, also auf der einen Seite ein bisschen Buchhaltung, ein bisschen Logistik muss sein, wenn man darauf Lust hat, sich darauf einzulassen, mit viel Geduld da sich reinzubewegen und Aufzeichnungen zu machen, hat man ein unglaublich tiefes Spielerlebnis mit riesigen Mengen an Freiheiten. Ja. Wenn man darauf keine Lust hat, ist es ein Spiel, was man anspielt, ein bisschen spielt und dann irgendwann leider irgendwann aufhört. Das Gute ist aber, ich glaube, wenn man sich das kauft, wenn man verneugierig drauf ist und sagt, es ist nicht so ein, dann wird das immer zu einem guten Preis wieder los. Vermute ich mal. Auf jeden Fall, ja. Zumal es auch Richtung Weihnachten wahrscheinlich ausverkauft sein wird oder so. Also und auch ich bin auf die zweite Staffel gespannt. Ja. Ja, und dann schaltet doch das nächste Mal ein, wenn es heißt, Lama Party Edition super oder sehr super. Ja, vielen Dank fürs Zugucken. Ich hoffe, es war wirklich irgendwie informativ und hilfreich für euch. Schreibt auch gerne Kommentare, wie ihr so diese Dreierrunde fandet. Ob ihr sagt, so finde ich total toll. Oder ihr sagt, nee, eigentlich will ich nur Ben alleine sehen. Schreibt das nicht. Wir dachten einfach, das wäre so der richtige Rahmen für das Spiel. Weil auch wenn ich jetzt nur alleine mich da hingesetzt hätte, ich glaube, zu dritt hat das auch nochmal ein anderes Gewicht, wenn man wirklich merkt, so, ja, das haben wirklich auch alle so erlebt und auch so, ne? Das Video wäre auch nicht viel kürzer geworden, sei mal ganz ehrlich. Nein, wahrscheinlich nicht. Guckt euch mal ein KDM-Video an, das ist ja auch ähnlich lang wahrscheinlich und. Kommt noch ein Spielererklärvideo von dir, das hinzu? Na, ich glaube nicht. Ich möchte es einfach, ich möchte es wirklich so in der Form einfach nicht mehr spielen, tatsächlich. Ich bin damit durch, aber ich habe auch genug Zeit reingesteckt. Und ja, wie gesagt, wenn ihr, also schreibt, wie gesagt, gerne Kommentare und wenn es nur für den YouTube-Algorithmus ist, wenn ihr keiner mögt, schreibt irgendwas Nettes drunter. Ne, wie ich auch oft sage, ihr habt zwei Daumen. Einer von wird mir vorhin reichen. Und wenn ihr jetzt das allererste Mal hier seid und sagt, boah, geil, so ein langes, ausführliches Video und ihr mehr davon haben wollt, dann abonniert den Kanal, drückt auf die Glocke. Das war's dann von uns. Wir sagen bis bald und tschüss. Scheiß.